Wir helfen heute, der Muckler hinauszufinden, und Marco freut sich richtig. Gott. So. Klasse. Danke übrigens an Pattison für das Intro. Das Pattison und Findus jetzt funktioniert. Danke Mara, die jetzt hier gesessen hat. Und ich habe wirklich 2 Stunden Windows 95 hier installiert. Man sieht es auch schon irgendwann, ich musste es 3x9 installieren. Irgendwann habe ich es nur noch Scheiß 95 genannt, wie man jetzt hier oben. Ja, ich habe halt gefragt, ob du über die Kompatibilität gegangen wärst. Das kriegst du gar nicht mehr zum Laufen. Ich habe das zu Hause auch nur mit diversen Emulatoren. Und wie hast du es ausprobiert bei Kompatibilität? Was kam da für ein Fehler? Es ging einfach nicht. Es hat nicht gestartet. Na gut, okay. Zumindest so ein altes Scheißbild. Zumindest danke also, an Mara, dass es geklappt hat. Genau, jetzt. Also es geht jetzt so zu 80%. Manche, es besteht ja aus sehr vielen Minigames. Manche Minigames gehen nicht so ganz gut. Das ist von 96? Um es jetzt mal klarzustellen. Diese Idee, dieses Spiel Pattison und Findus zu spielen, kam von Mara. Und die Community hat es gefeiert. Also zumindest einige davon. Weder ich, noch wahrscheinlich auch andere. Und sehr, sehr viele werden es nicht mögen, werden es nicht mehr schön finden. Und es wird auch wenig Spaß machen. Ich will nicht grumpy sein. Aber ich habe schon. Du kannst ja nicht mehr die Mucklers. Ich hab das. Ja, ich kenn keine Mucklers. Ich weiß nicht, wer, was hier. Der Pattison, der Katze, Kater. Ja, und das Einzige, was mich gerade so ein bisschen erfreut hat, ist, dass der Entwickler Oettinger heißt. Das hilft mir weiter. Oh nee, Kindersoftware. Moment, hier. Jetzt kommt's noch. Ja. Es hat sogar eine Auszeichnung bekommen. Kindersoftware Ratgeber 1998. Beste Wertung, es gibt 6 Mäuse. Ich will das nochmal zeigen, weil das ist nicht ausgedacht. Das steht wirklich auf dieser. 5 von 7 Mäusen. Das steht wirklich auf dieser Disk hier. 6 Mäuse. Top! Das kann ja nur richtig spitze werden. Von wie vielen Mäusen war das? 6 von 6 Mäuse? Oder? Ich weiß noch nie mal, ob die. Ob, ja auch 20 ob überhaupt die irgendein Spiel für. Vielleicht gibt es 1000 Mäuse. Aber ob die überhaupt ein anderes Spiel schon mal bewertet haben. So 6 von 6 Mäuse. Passt. Das ist ja. So, so ja, mach mal an. Ich gehe jetzt mal hier schön in meine virtuelle Maschine und starte das Spiel. Jetzt hören wir schön zu, dass ihr. Jetzt ziehen wir uns erstmal schön das Intro rein, ja? Da wird es schön erklärt. Wir haben eine schöne nostalgische Musik. Los geht's. Nostalgisch ist es nur, wenn das so. Hallo und willkommen in Pattisons und Findus Welt auf CD-ROM. Der alte Pattison und sein Kater Findus wohnen auf einem kleinen Hof draußen auf dem Lande. Rundherum sind Äcker und Wiesen und ein Stück entfernt liegt der Wald. Schön. Ist alles GEMA-frei, ne? Im Hühnerstall haben sie ein paar Hühner. Und im Holzschuppen gibt es genügend Feuerholz. Und alles andere, was man braucht, gibt es im Tischlerschuppen. Hast du jetzt gemerkt, wo es was gibt? Tischlerschuppen, alle drin. Oh Gott! Ey, ihr müsstet mal hören, wie das CD-ROM-Laufwerk hier abgeht, um diese scheiß Disk zu drehen. Jetzt ist Findus weggelaufen. Was? Kann er sein? Jetzt hast du es nicht gehört. Findus ist weggelaufen, der ist jetzt hier. Langsam klicken, das ist ein altes Spiel. Jetzt hast du ihn ja sofort gefunden! Ja, entschuldige? Habe ich nicht gefunden. Was ist das denn? In Pattisons Tischlerschuppen sind viele geheime Schätze versteckt. No. Wenn du so einen Schatz findest, wird er in die Schatztruhe gelegt. Bist du ein Wächter für deine Schatztruhe? Dort werden auch alle goldenen Federn gesammelt, die du bei den verschiedenen Spielen gewinnst. Deswegen ist es am sichersten, wenn jemand die Schatztruhe bewacht. Hier kannst du dir deinen eigenen Wächter aussuchen, der darauf achtet, dass alles noch da ist. Auch wenn du den Computer abschaltest. Auch wenn ich den Computer abschalte? Ui. Oh Gott. Also ganz kurze Frage an den Chat.
Ich habe jetzt schon einige gelesen, die gesagt haben, ich habe das in der zweiten Klasse auch gespielt. So, das kennen nämlich einige. So, das ist genauso wie, wenn Leute sagen, Mara ist super, das muss ja nicht der Großteil sein. Das kann ja auch einfach, kann ja einfach nur zwei, drei Leute sein, die das so sehen und oder das gespielt haben. So, es muss jetzt ein Wächter ausnehmen. Oh, der hat den Schlüssel hier dran. Vielleicht nehme ich mal. Oh, die hat auch einen Schlüssel. Der hat auch alle einen Schlüssel, du Schlaubi-Schlumpf. Aber der hat was zum Verprügeln, den finde ich gut. Elch. Ich passe auf, hat er gesagt. No, jetzt rein in die Kiste und wir lassen ihn am Ende raus. So, jetzt warte mal. Was machen wir als erstes? Hallo, ich bin hier in Pettersons Tischlerschuppen. Hier gibt's massenhaft zu tun. Klick die Sachen im Regal an. Dann kannst du verschiedene Spiele wählen. So, als erstes finden wir jetzt. Als erstes finden wir raus, dass Patterson, also der alte Mann, ein echter Messi ist, womöglich arbeitslos oder arbeitssuchend zu diesem Zeitpunkt. Weil ganz ehrlich, guck dir mal diesen Saustall an. Das ist auf jeden Fall. Als erstes wollen wir natürlich. Ist das eine Knarre? Hey, nicht klicken! Da guckt eine Knarre raus. Ich will doch nicht klicken. Ich will doch nur mit der Maus raufzeigen, dass der Zuschauer versteht, was ich mache. Ich habe schon gesehen, dass diverse Sachen abstürzen, wenn man irgendwo. Deswegen müssen wir unsere Klicks genau einteilen. Das beste Spiel aller Zeiten. Geheimnisvolle Reitferien ist nichts dagegen. Übrigens, Freitag, 20 Uhr einschalten. Wir wollen als erstes natürlich dem Muckler helfen, hinauszufinden. Wer ist der Muckler? Mir wurde doch kein Muckler vorgestellt. Oh Gott. Oh, du? Jetzt musst du komplizierte Erfindungsprobleme lösen. Ich habe mir 12 verschiedene Konstruktionen ausgedacht und du sollst dafür sorgen, dass sie funktionieren. Du kannst dir eine Erfindung aussuchen, indem du das Ja- oder Nein-Tier anklickst, wenn ich in den Zeichnungen blätter. Das Nein-Tier bist du. Hilf mir, den Rasen mähen. Hör auf zu klicken, ich spiel das! Du sollst das Nein-Tier aber anklicken. Wir wollen dem Muckler helfen. Denk daran. Wieso darf ich nicht das Ja? Nein! Wieso darf ich nicht das Ja? Du musst erstmal dem Muckler helfen. Das Nein-Tier musst du klicken. Also Moment. Wenn ich jetzt das Ja-Tier klicke, sterben alle Muckler? Nein. Erst dem Muckler helfen, dann können wir die anderen Sachen machen. Hilf Findus Autofahren. Nein. Warum? Erst dem Muckler, weil das ist. So. Wieso will ich dem Muckler helfen? Das ist deine Ambition. Meine Ambition ist. Das ist ein Running Gag, wir müssen auf jeden Fall der Muckler. Was für ein Running Gag? Da wurde doch nicht ein Gag erzählt. Im Vorfeld. Was ist das da oben? Nein, du kannst jetzt nicht mehr anders klicken. Doch, kann ich. Marco, da oben hängt sich das Spiel auf. Klick auf. Die wilden Erdbeeren zu finden. Nein, wir wollen noch nicht die Erdbeeren. Nochmal. Mara, das ist kein Backseat-Gaming. Nochmal. Hier. Was? Wer ist das? Was hat er was gesagt? Auf Ja. Hier. Auf Nein. Ja jetzt. Nein. Hilf dem Vogel duschen. Nein. Ich darf nichts machen. Ich muss diesen scheiß Viechern helfen. Weißt du, hier wird ein Vogel verrecken, den ich nicht sauber mache, aber diese scheiß kleinen Ratten da, die dürfen nicht. Das ist das Nein-Tier und das Ja. Dem Kleingetier, die alte Frau zu wiegen. Nein. Ich darf auch keiner alten Frau helfen, weil ich ein paar. Ganz ehrlich, das ist Ungeziefer. Das sind Ungeziefer. Erstmal der Muckler. Hilf der Muckler, hinauszufinden. Ja! Jetzt auf das Ja-Tier. Na, Marco, nicht das Nein-Tier. Mal gucken, ob du es überhaupt schaffst, dem Muckler hinauszuhelfen. Hat er meinen Befehl schon angenommen? Nein. So, jetzt. Oh, was für eine flüssige Animation. 60 Frames, geschmeidig. Hm. Miep, miep, miep. Miep, miep. Was ist das denn? Das ist eine kleine Muckler. Hinauszufinden. Und das ist auch eine Muckler. Und die muss dir jetzt helfen, hinauszufinden. Musst dir überlegen, wie du das machst. Mit diesen Gegenständen. Ich halte einfach hier eine Flamme ran. Nimm die Sachen aus dem. Jetzt nicht so wild klicken. Hier musst du rausnehmen. Wieso wie darf ich das hier nicht nehmen? Weil das auf der Leinwand ist, da kann man nichts verändern. Überleg dir doch mal, wo könnte denn der große Elefant. Der soll dem Muckler doch nicht ins Gesicht drücken! Marco! Ich sperre einfach den Elefanten hier ein. Der Muckler ist fort. Das heißt doch nicht der Muckler. Das Mucklerviech. Was denn, wo kann ich denn hier raufkommen? Ja. Marco. Was ist das hier eigentlich? Auch ein Muckler. Ja, siehst du, den sperre ich da ein. Darf man heutzutage noch einen Muckler sagen? Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben hier eine Schnur. Ja, das hast du doch schon mal richtig gemacht. So. Wir haben. So, dann muss das erstmal hoch. Jetzt stellen wir den Elefanten drauf. Geht das warum? Nicht? Ja, weil das dann hier angehoben wird. Dann steht der Elefant drauf, dann wird das Gitter angehoben.
Nee, du musst quasi alle Sachen platzieren, dann musst du am Ende den Hebel ziehen. Ach so, okay. Ah, ich verstehe. Also wenn ich jetzt einen Hebel ziehe, passiert nichts. Dann weint die Muckler. Was ist denn jetzt, der Muckler oder die Muckler? Ich glaube die. Ich glaube die. Das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Darf man heutzutage noch Muckler sagen? Ich weiß nicht, wie die Muckler gerne genannt werden. Okay, wir haben hier ein Zahnrad. Warte mal, wir haben hier... Okay, warte. Was ist das? Hebel kannst du nichts da. Ach, das ist so ein Ding. Ah, okay. Nee, jetzt geht auch. Moment, was habe ich denn alles hier? Genau, es funktioniert auf Windows 95 und Windows 3.1. Und ich darf hier nichts bewegen. Nee, nur das. Und der muss hier runterfallen und sicher landen. Ja. Das Viech. Nee, wieso? Du willst doch nur da das Gitter hochkriegen. Das ist alles? Ja. Also ich wiederhole nochmal, es ist für Kinder in der zweiten Klasse. Ja, und ich denke mir jetzt gerade, wer wirft den Elefant auf das Ding? Warum liegen da Nüsse? Aha. So. Jetzt warum hin. Soll der Elefant da unten? Er soll ihn erschrecken oder. Aber ich meine ganz ehrlich, okay. Just assume Muckler's Gender. So, eigentlich muss er ja nur hier rausspringen, dann geht das Gitter hoch, fertig. Das Muckler. Willst du ihn wegkehren oder was? Ja, soll er einfach weg. So. Aha. Jetzt hör auf zu reden. Sehr gut, Marco. Aha! Obacht! Okay, was ist hier? Kriegt er schöne Dinge auf den Kopf. Was ist denn das hier überhaupt? Sag mal, denkst du auch mal vorher nach, bevor du... Nee, a try and error. Wie viel Bier hatte Marco? Warum liegen da Nüsse? Okay. Der Elefant muss ja rennen, oder was? Ja, wo könnte der denn stehen? Ja, hier unter dem Gewicht. Ja, dann stell ihn doch da hin. Hab ich doch. Ja, vielleicht ein bisschen höher. So. Stirb! Ja, das Spiel wird wahrscheinlich doch 2 Stunden gehen. Du hast hier noch jetzt. Drauf. Hallo, Marco. Okay, es steht an den Rüsseln. Denkst du jetzt mal nach? Ja, was denn? Es rötet Wind da vorne drauf. Was hast du dann noch für Gegenstände? Ach, hier. So. Ach, das ist das soll Wind sein. So, so. So, was bringt mir das? Das bringt mir auch was. Hier, jetzt ist doch. Wieso geht das nicht? Das stimmt schon, aber du musst es noch richtig platzieren. Bisschen weiter nach hinten. Ach, das leckt mich doch. Das geht doch hier so, oder was? Bisschen weiter nach hinten noch? Ja. Siehst du, geht nicht. Doch. Das geht nicht! Ich hab jetzt schon. Also, ich gehe jetzt erstmal 6 Stunden schlafen, ey. Ach, da. Okay. So. Jetzt brauchen wir da einen Pfeil drauf, also so einen Giftpfeil. Wieso? Naja, dann wird der erschossen und seine Leiche fliegt dann ab. Was passiert denn, wenn man das Zahnrad dreht? Jetzt haben wir... Stirb! Bis sie aus dem Bild rausgegangen ist, bleibt so schön. Und was ist jetzt das? Guck mal, das ist jetzt auch ein Muck. Das ist auch eine Muckler. Ja, und wir haben jetzt einem Muckler geholfen, rauszufinden. Jetzt haben wir eine Phönixfeder gefunden. Goldene Feder verdient. Weck die alte schlafende Frau. Ja, weck die alte Ja, Patterson hat's aber auch faustig hinter den Ohren. So. Oh Gott, ey. Der Muckler ist gerettet. GG, easy. Oh Mann, Leute, wie schlecht das ist. Danke, McFlatron, danke. Ihr seid blöd. Ihr seid so doof. Ihr habt es früher schon nicht geschafft in der zweiten Klasse und jetzt ärgert ihr euch schon wieder. Ich bin bei Babadook. The Incredible Machine ist großartig. Da ist das hier kack. Warum kam das nicht bei Haus an Haus der Speedrun? Oh Gott, ich wäre ganz ehrlich, ich wäre ja... Oh nee. Soll ich der alten Frau jetzt helfen? Ja, wie du willst. Ach, jetzt darf ich? Ich musste aber nur diesen. Ich wollte nur dem Muckler helfen. Geht weiter, die CD. Was ist denn eigentlich, wenn wir das in einer halben Stunde durchhaben? Dann spielen wir schön Age of Empires 101s. 101s. Na, hier reichen ja. Jetzt weg die alte schlafende Frau. Weg die alte.
Oh nee, das geht nicht, das geht nicht hier. Das so. Ist ein einfaches. Kaffee. Ja, lecker. Das ist nicht der alte schlafende Markus, das ist die alte schlafende Frau. Und der, ich sag doch, das sind Mistviecher. Die arme Oma manche, schläft manche, und das Viech frisst den ganzen Kuchen, der so groß ist wie die Oma. Und die Mucklers sind halt Schlingel. Das sind keine Schlingel, das sind hier. Schön mit der Sense da weg hier. Also rüber. Ey, wieso geht das nicht? Okay, nee, warte mal. Ach so. Wo ist denn das jetzt? Wo kommt denn das ran? Wo soll denn das ran? Marco, also, was das denn? Ist ja wohl nicht dein Ernst. In die Nase. Daran? Ja. Meinst du? So, eins fehlt noch. Das ist aber, guck mal, das ist doch, ich will nur zeigen, das sieht nicht danach aus, als wäre das vorgesehen. Jetzt muss ich auf einmal eine neue Schnur, nee, das ist doch, nee. Warum lungert der Freak eigentlich die ganze Zeit in der Beschrank? Ja, echt, der lurkt da rum. Na, hast du dem Muckler schon geholfen, ihn herauszufinden? Ich bin Patterson. Hebel. Ich bin, ja, Hebel. Oh nein, der Muckler weint. Jetzt töte ihn. Was sagt sie? Esel. Da lieben wir nur irre. Esel. Und der lörgt. Die alte Frau, den schlafenden alten Mann zu wecken. So, jetzt geht's um dich. Nee, Moment. Das haben wir doch anders gelernt. Dass wir das echt spielen, ist. Nee, brauchst du. Das ist nur das erste Minispiel. Hilf der alten Frau, den schlafenden alten Mann zu wecken. Was haben wir denn hier? Wasser. Wunderschön. Haken. Ramp. Mini-Ramp. So. So, wir haben das einige früher auch gespielt. Jetzt töte die Frau. Mhm. Ach, hier ist eine Glocke. Eine Glocke. Was haben wir denn noch? Du schreist auch so laut, dass der Mann aufhört. Richtig. Oh Mann, es geht nicht. Warum geht's nicht? Ich kann einfach eine klatschen. Es gibt so viele Varianten. Das Spiel ist ja fantastisch, Mara. Mhm. Das meinte ich nicht. So, warte, was ist. Ach, hier ist die Glocke. Okay. Ja, dann. Vor allem, die arme Oma stößt sich den Kopf und er alle erstmal. Und sie hakt. Aber gute Frau, hier hakt erstmal weiter. Ist ja nichts passiert. Oh so. Gott, Chat, wie findet ihr das? Aber wir machen gerade mal was anderes. Schieß die Rakete ab. Nee. Warte mal, es gibt ja noch mehr Minigames. Ach, schade, ist das. Den Hobeldieb kann man nicht finden, weil da hängt es sich auf. Ey. Hilft. Zu schade. Ich wollte echt den derbsten Hobler hier mal heraussuchen. So, dann haben wir nämlich hier noch hier oben das. Ey, dass du das auswendig kennst, ist schon eine Blamage. Und das können wir gegeneinander spielen. Ja, dann los. Hallo! Hallo! Hast du schon mal Pettersons Käsekästchen-Spiel gesehen? Es gibt zwei verschiedene Spielfiguren. Und wer zuerst vier Kästchen in einer Reihe hat, hat gewonnen. Willst du gegen mich Käsekästchen spielen? Nein. Oder gegen einen Freund neben dir? Nein, erstens keine Freunde hier. Das. Entscheidet euch, welche Spielfiguren ihr haben wollt und du? Wer anfangen soll. Viel Glück euch beiden. Blau. Da bin ich das Vögelchen. Wie ist eigentlich Marco bei der Dopingprobe nach Haus und Haus? So ein Feier, wie er war. Ey, easy. Was soll ich hier machen? Ja, du musst vier in einer Reihe. Hörst du gar nicht zu. Was? Ey. So, wenn ich gleich vier in einer Reihe habe, dann bist du natürlich schon verloren. Ja, hast du ja nicht. Was wird das denn jetzt hier? Tja, Marco.
Ach, da schräg jetzt auch, oder was? Ich hab gewonnen, ja! Ja, so hörst du dich an. Hurra! Ich hab gewonnen, ja! Ich hab gewonnen, hurra! So. Entscheidet euch. Gut, dann machen wir jetzt mal was, wo du rechnen musst. Aber da richtig, weißt du, ich liebe solche Lernspiele. Die haben ja damals als Kind schon richtig Spaß gemacht. Und ich hab nicht Soldier of Fortnite. Mal was für ein Spiel? Mal sehen, ob Finfas dir nicht ein bisschen das Einmaleins beibringen kann. Ey, da kann ich mich nur blamieren übrigens, ne? Du kriegst den Laster. Mit dem sollst du bis zum Kasten fahren. Aber vorher musst du ihn mit genau der richtigen Menge Fässchen in der richtigen Größe beladen. Was? Es gibt 10 verschiedene große Fässchen. Verrechnest du dich wohl gleich? Eins für jedes Einmaleins zwischen 1 und 10. Ich kann nicht das Einmaleins, Windows. So. Patterson, du kannst es wahrscheinlich selbst nicht. Was soll ich jetzt machen? Ja, erstmal. Entscheide dich zuerst, noch nicht wie auf Start. Groß die Fässchen sein müssen und dann, wie erstmal, viele die Kiste Fässchen ist, was nötig Zahl sind, draufsteht, um den Kasten zu erreichen. Dann legst du das so. Was denn? Jetzt habe ich einmal 10, ist gleich 20. Oh, Marco! Was soll ich denn machen? Ich soll die Kiste holen, Klick ne? mal auf das Wiederholungstier. Woher will ich wissen, dass das dieser Affe mit Riesenohren Wiederholungstier ist? Das Wiederholungstier. Das weiß man doch. Das macht die ganze Zeit so. Habt ihr auch gerade so viel Spaß wie ich? I doubt it. Oh, so, was, ja, also, was soll ich jetzt machen? Ja, du suchst eine Zahl aus, die multipliziert 20 ergeben könnte. Ey, ich raste aus! Wie kann man denn so blöd sein? Hä? Da steht einmal! Ich dachte, ich kann jetzt 2x10 nehmen und fertig. Außerdem kann 2 multipliziert 20 ergeben. Auch 10! Ja, man klickt doch mal ganz oft. Marco! Ach so! Ja, das ist so dumm! Ey, dann mesh das mal, ne? Mesh den Button! Statt einfach 2x10 zu nehmen! Was ist denn das da? Da entsteht. Das ist Florentin Will. Da steht ein Gedicht. Ein Gesicht. So, was soll ich jetzt machen? Und nochmal auf Start. Nee, dann auf den Besen. Nicht so schnell klicken. Oder wir klicken einfach nochmal ins Bild. Möglicherweise hat sich das aufgehangen. Nein. Mara, ich bin sehr froh, dass wir dieses Spiel gewählt haben. Nein. Ich bin sehr froh. Es macht mir gerade noch. Es hat sich aufgehangen. Es hat sich wirklich aufgehangen? Nein. Ja. Moment, du kannst das Spiel mit einer Taste auf Escape beenden? Warum hast du das nicht gleich gesagt? RIP, wir sind frei! Hallo. Übrigens, Tendo ist Lörgold. Willkommen in Pettersons und Findus Welt auf CD-ROM. Der sicher. So, hier der lurkt auch, der lurkt genauso rum wie Patterson. Vielleicht war das ja da hinterm Schrank. Oh, jetzt? Jetzt hör auf, der Chat zu gucken, sondern mach mal hier mein Elch. Ich hatte den Elch. Viele gar. Ich passe auf. Was bringt mir das eigentlich? Das habe ich auch nie verstanden. So, Chat, ihr kennt das Spiel besser als Mara. Was bringt der Elch? Was bringt der Ork? Das ist einfach nur eine andere. Grüße gehen raus an Cem übrigens, natürlich. Danke, Krano. So. Der Hobeldieb funktioniert nicht. Das kannst du mal machen. Du musst die Mäuse fangen, die daraus. Hilfe! Die Mäuse hauen ab. Aber nicht das Fresstier fangen aus Versehen. Warum ist die Katze kleiner als eine Schublade? Zeit, so viele Mäuse wie möglich aufzuhalten. Wie denn? Aber nimm dich vor dem roten Deckelfresser in Acht. Nicht die Deckelfresser fangen, ja? Ich muss einfach nur drüber halten. Ja. Marco. Was denn? Du musst es mit mehr Freude spielen. Ich spiele das Spiel einfach durch. Nicht so eine Hacker-Kacke. Hat es reagiert da nicht mal? Da ist eine Maus entwischt. Ne Muckler. Ey. Was denn? Oh Gott. Also ganz ehrlich, ich habe ja schon einige Spiele in meinem Leben gespielt. Aber ich habe da nie so viel Spaß. Nicht die Frage!
Mutter! Nicht die Fress! Nicht die Fress! Die Fressmaus, wollte ich sagen. Das ist ja die Fress! Rüdiger! Nicht die Fress! Jetzt entkommen sie auch noch hier! Dir, nein! Oh Gott! Nicht bei Deckelfressern, du musst auf. Jetzt ist oh Gott, jetzt rast sie aus! Holt das Gift! Oh nein! Oh nein, du Dummkopf! Oh nein, du Dummkopf! Du Dackel! Oh nein! Oh Gott! Jetzt wird es gleich knapp. Gleich kriegst du keine goldene Feder mehr als Belohnung. Locker. Also. Was ist denn hier mit den Ratten auch los? Das ist eine Plage. Also ganz ehrlich, bei Patterson und so, ich hab's nicht. Das war aber knapp. Da war nix. Ah, hoppala. Ja, ist doch, ich muss nur über der Linie sein, da kriegst du die Feder. Also das war so. Aber die Knapplinie, die du eine goldene Speedrun. Feder kriegst. Die legen wir in die Schatzkiste. In die Schatzkiste, zu den anderen goldenen Federn, Patterson. Hast du das synchronisiert? So, was haben wir denn hier? Ja, die sind doch da alle irre. Die sehen kleine Viecher und wollen die Mäuse aufhalten, mit so einem Deckel aus dem aus der Schublade rauszukommen. Die sind doch komplett gaga oder auf Droge. Was ist mit dem Topfmacher? Was war denn das mit den Hühnern? Oh je, das ganze Werkzeug ist durcheinander geraten. Oh. Jetzt musst du mir suchen helfen. Ja, so. Such Werkzeug kannst du ja, ne? Dann mal los, Fräulein, Expertin, Handwerkerin Werkzeug, hier oder was? Das paarweise zusammenpasst. Es gibt 10 solcher Paare. Marco ist das schlimmste Kind. Nein, ich war als Kind sehr, sehr ruhig. Das Ganze, was mich nur triggert, ist Mara. Das freest du wieder, Herkules. Herkules, du musst mich vorwarnen, bevor irgendwas freest. Dann klicke ich das nicht an. Ach, Herkules hat dir geholfen. Danke, Herkules, übrigens. Herkules hat danke, Herkules. Herkules hat das Spiel auch. Und, hat dir gezeigt, wie es geht. Und es freest. Nein, er bewegt noch seinen Mund. Er atmet noch. Muss die Säge nehmen. Nein, schon wieder. Bist du schon wieder? Warum klickst du denn du? Jetzt hör auf und konzentrier dich hier! Das gibt's doch nicht. Guck dauernd rüber. Ja, guck jetzt hier hin. Wo freest denn das? Der redet doch noch. Das ist doch eine lange Rede, der war eigentlich nicht. Jetzt klick doch mal rein. Du weißt doch. Gestorben. Gibt's doch nicht. Merke, Nostalgie ist zum Kotzen. Der Zauberhut geht noch unter das Ich bin nicht müde von Samstagnacht. Nee, ich bin wirklich, hab 11, 10 Stunden geschlafen. Pettersons und Findus Welt und dann geht's. Der den ganzen Tag Pettersen TFT gespielt. Und sein Kater Findus wo ich dachte, du hast hier Auto-Chess gespielt. Freunde, und hier gehen wir wieder und rein. Damit muss ich gerade spielen. Und hier gehen wir wieder rein. Jetzt hör auf, die Katzen zu nehmen, die Olle! So, was haben wir noch? Den Zauberhut? Aber der Zauberhut macht doch gar nicht. Ich bin hier in Pettersons Tischlerschuppen. Das Spiel hat keine Fanpatches, weil klickst keine Fans. Dann was hat versteckt Patterson eigentlich unter seinem Hut? Tschüss, seine Bong. Wo war denn das mit den Federn sammeln? Wir sammeln doch gerade die ganze Zeit schon Federn. Weißt du, muss ich da draußen woanders draufklicken? Ja, geht doch in den Stall vielleicht. Ja, das sagt man nochmal das, wo man die Federn sammeln muss. Ein bisschen weniger schreien, ja, sorry. Oh, jetzt ist Findus weggelassen. Wo kann er ist sein? Nicht hier. Das hier? Okay. Weißt du, ich habe als Kind Adi Junior gespielt. Ist er nicht. Guck mal, was jetzt passiert, wenn ich die Muckler hier immer frage, wo Findus ist. Hm. Scheiße, jetzt hängt es wieder. Na gut. Die haben ein eigenes Haus auf dem Hof. Adi Junior, siehste. Adi war auch gut. So, zack, Adi Junior. Kind Hugo habe ich auch gespielt. Ich habe mich auch immer geärgert, dass ich nie durchgekommen bin. Das hat er was fallen lassen. Das ist ein Take Holzscheit. Hat der da rausgeschmissen. Das ist ein Holzscheit. Ja. Hugo wollte ich immer andingern. Hier anrufen. Mein Nachbar denkt schon, ich würde eine Ente quälen. Adi Junior fand ich ja wirklich lustig eine Weile. Hat noch Spaß gemacht. Das war halt kreativ und nicht so ein Bullshit. Hugo der Troll, ah, ja, ja. Quarko. Hugo. Guck mal, was jetzt passiert, Freeze. Federn. Onkel Adi. Jetzt, ja, vielleicht konzentrierst du dich halt vielleicht eher hier. Ja, weil Herkules mir sagen soll, wo das Freeze. Weißt du, ich hatte eben sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel und gerade vergeht mir so ein bisschen. Ah, hier war das nämlich. Was sind denn, du hast jetzt Ohren. Nee, eine Fliege. Eine Motte.
Schmetterling. Ich bin Prillan, das vornehmste Huhn. Wirklich. So, Vorsicht, muss gleich... Nein, Volare. Ah, oh, ich fliege. Oh, oh, oh. Was Elefanten halt so machen. Nee, meine Federn. Ah, aber nein, meine Federn. Du musst gleich da unten Findus spielen. Hat es sich wieder aufgehangen? Ach Mann. Nee, da ist er. Es braucht nur ungefähr 3 Tage, bis es einmal eine Szene geladen hat. So. Das ist ein altes Spielchen. So, jetzt hat es sich aufgehangen. Oh nein. Oh nö. Ach Mann, oh. Also komplett. Freunde, ihr könnt jetzt voten. Was ein super Game, ja. Ihr könnt jetzt voten. Das ist ein richtig super Game, wenn es nicht die ganze Zeit denken würde. Ist die komplette virtuelle Maschine abgestürzt? Ja. Mm. Oder? Also ihr müsst auch wissen, oh Gottes Willen. Dieses arme externe Laufwerk hier rödelt sich einen ab wegen dieser CD von Entwicklerstudio Terzio. Ein Verlag aus München, oh. Nee, und Oettinger aus, oh, die sind hier in der Nähe. Wollen wir da mal vorbeifahren oder anrufen? Haben wir ja auch bei. Verdammt, ist Age of Empires. Was? Age of Empires Time oder was? Das hängt sich hier die ganze Zeit auf. Das, weißt du, wie man das löst, das Problem? Weißt du, wie du jetzt die virtuelle Maschine neu starten kannst? Nein? Doch. Oh, so geht's auch. Gut, okay, dann mach doch mal zurücksetzen. Oder mach auf jeden Fall. Ja, ausschalten erstmal. Aber ich finde es mal egal, trotzdem Lob an Mara, dass sie das überhaupt zum Laufen kriegt. Diese Vergewaltigung der Sinne. Jetzt ist es komplett abgestürzt. Dass wir überhaupt so ein Ding spielen. Alt F4. So. Ja. Spiel 6, Marako 0. Ja, mach's weg. So. Okay. Das geht wohl nicht. Es sollte nicht sein. Aber wir haben so einen kleinen Einblick bekommen. Wir haben einen wundervollen. Pass auf, ich könnte eine Alternative anbieten. Pass auf, Mara, weil du ja auch so ein Rätselmensch bist. Gucken wir doch mal in eine andere wundervolle Welt rein. Wir könnten Adi Junior spielen. Nein, könnten wir nicht. Und ich gucke mal nach 2, 3 anderen Sachen, die auch interessant wären. Aber ich denke mal, dass wir das ganz kurz in einer Pause machen werden. Und ihr so lange auch mit überlegt, was ihr sehen wollt. Aber ich habe so 2, 3 Ideen, die vielleicht auch interessant wären. Das war erstmal Patterson und Findus. Es war ein Fest. Aber wir kommen gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Leider kein Patterson und Findus, weil Patterson und Findus ist abgestürzt. Immer wieder. Immer wieder. Als hätte jemand anderes da böse. Ich die sehe, dass du da ständig beim Laufwerk drauf. Immer rausgemacht, die CD. Nein, leider funktioniert das nicht. Aber ich habe mir ja auch überlegt, um so ein bisschen diesen Rätsel-Style zu behalten, dass man vielleicht eine Art. Da war jetzt übrigens abonnieren, da war der Abonnieren-Dude. Immer abonnieren, nicht vergessen. Abo hilft, liken hilft, kommentieren hilft, auch gerne Feedback geben hilft. Nämlich ich lese mir wirklich Kommentare durch, antworte aber auch nicht auf alle, vor allem wenn sie gegen mich gehen. Nein, Quatsch. Nehme ich mir alles zu Herzen und dann weine ich. So, ich habe mir nämlich überlegt, ob wir vielleicht sowas wie The Little Acres spielen, was ich hier habe. Wir könnten natürlich auch, weil das wäre eigentlich. Ah, da habe ich noch so eine Überraschung für euch. Nämlich, diesen Freitag ist eh schon, ist voller Highlights. Chiara wird gegen mich spielen in 3 Disziplinen, die wir ausgewählt haben. Und wo. Kann man die schon sagen? Ne, das Ding ist halt, im Endeffekt läuft es so ab, ein Spieler wählt das Genre und der andere wählt das Spiel. Mhm. Also beziehungsweise 2 Spiele und eins darf man dann wegvoten. Und dann ist es umgedreht und dann gibt es noch eine dritte Disziplin, die wir vorhin festgelegt haben. Die dann alles entscheiden wird. So, und also man kann, die ersten Sachen kann man natürlich noch nicht sagen, weil wir das noch ausbambuseln. Und die dritte Disziplin ist dann, ja, nee, die will ich auch noch nicht sagen. Die sagen wir dann vor Ort. Beziehungsweise. Also es wird Disziplinen geben, schaltet ein. Es wird Disziplinen geben, ach komm, die dritte Disziplin ist Sekiro, wer schneller Genichiro legt. So.
Das ist halt die finale Geschichte. Kann natürlich sein, dass es nicht rankommt. Also wir werden beide bis dorthin spielen und beide die gleichen Fähigkeiten haben. Und dann, ja, wer ihn schneller legt, der hat dann das Ding gewonnen, falls es 1-1 ausgeht. So, genau. Und dann aber, das nächste Feuerwerk ist dann auch die Woche darauf. Das ist das eigentliche Feuerwerk. Und das können wir, pass auf, das zeige ich dir jetzt einfach mal. Das machen wir jetzt. Okay. Das erkläre ich nebenbei. Ich installiere das kurz. Das ist jetzt eine Disziplin von drei Disziplinen. Denn Chiara und ich haben es geschafft, aus sehr entspannten Spielen kompetitive Spiele zu machen und sie extrem stressig zu machen. Und das finden wir wunderbar. Wie Patterson und Findus gerade? Patterson und Findus war von sich aus schon sehr stressig. So, nämlich in der nächsten Woche, also am 12.07., werden Chiara und ich ab 20 Uhr ein Simulatoren-Battle starten. Wir werden anfangen mit Hausflipper und werden uns jeder ein Haus kaufen und werden das flippen. Wir haben 45 Minuten Zeit, müssen das flippen, richtig schön machen, sauber machen. Flippen? Flippen heißt, also du kriegst ein richtig dreckiges Haus, was richtig scheiße aussieht. Wir haben überflutetes Haus, haben wir uns beide ins Auge gefasst und müssen das flippen. Innerhalb von 45 Minuten haben wir Zeit, das richtig schön zu machen. Jeder für sich, wie er mag. Und da werden drei verschiedene Disziplinen von den Moderatoren, da haben wir Florentin gewonnen. Mhm. Und wir gucken gerade nach dem zweiten und ich hätte ja gerne auch noch Andreas oder wer da noch Zeit hat und Bock hat, kann sich da gerne noch dazu setzen. Wir werden es sehen. Also ich würde mich sehr freuen. Florentin hatte schon gesagt, dass er Bock hat. Wir gucken natürlich, das noch zu finalisieren, dass das alles passt. So, und dann spielen wir nicht nur das, sondern, ich mach's mal auf, wir spielen, also Hausflipper, es wird ein Haus geflippt und es wird in drei verschiedenen Kategorien, in Wohnbarkeit, also ist es, kann man da drin noch wirklich wohnen, in Aussehen, ist es denn noch schön, und in Kreativität. Also Kreativität kann natürlich auch sein, wie die damalige Fantasie, an der Toilette auch seinen Schreibtisch und Kühlschrank zu haben. Das könnte Kreativität sein. Die Fantasie und hattest du? Nein. Genau. Und da entscheiden dann die Moderatoren, was abgeht. So. Aber Chiara und ich haben nicht nur den Hausflipper dann im Petto, sondern auch gleichermaßen, spielt ihr hochgeskillt oder bei Null? Wir spielen, eigentlich war der Gedanke, dass wir alles freigespielt haben, also von der Skillung her, weil wir haben nur 45 Minuten Zeit und das ist echt nicht so viel, wenn man einerseits sauber machen muss, alle Möbel verkaufen, die dreckig sind da drin, neue Möbel reinkaufen, die noch schön hinstellen und das alles dann noch streichen und alles so. Aber die Bewertung macht der Moderator oder das Spiel? Die Bewertung lassen wir könnten natürlich auch über das Spiel gehen lassen, aber wir werden dann den Moderatoren einen Einblick in unsere Häuser geben und die beiden Mods, oder nur ein Mod. Nee, Chat hatten wir uns erst überlegt, aber Chat kommt jetzt zum Einsatz beim nächsten Spiel. Mhm. Chat hatten wir uns erst überlegt, aber das würde drei Kategorien, drei unterschiedliche Votes brauchen. Das würde erstmal Zeit nehmen, bis alle Votes durch sind. Und das würde, glaube ich, zu lange. Ihr könnt das Haus auch gewinnbringend verkaufen, wer es teuer verkauft. Haben wir auch überlegt, haben wir alles überlegt, haben auch überlegt, so wer die größte Marge rauszieht, wer am wenigsten ausgibt und trotzdem am meisten noch rausbekommt und so weiter. Haben wir alles überlegt, aber das wird sein. So, und wir sind jetzt hier übrigens in der zweiten Disziplin drin. Das ist der Cooking Simulator. So, und hier geht es darum, Sachen zu gucken. Und wir werden genau diesen Modus hier spielen. Und da gucken, ja, das kann ich. Was? Hm? Was? Sachen gucken, mache ich auch oft. Ach, du bist so. Cooking Simulator. So, und hier kommt ihr ins Spiel. Chiara und ich werden 10 Gerichte heraussuchen aus diesem Order Manager, die wir kochen müssen. Davon dürft ihr 3 Gerichte aussuchen und die müssen wir dann kochen. So, zum Beispiel mache ich mal jetzt hier eine Red Pepper and Tomato Soup. Genau, machen wir mal Order. Genau, nämlich hier geht das, dass du einfach, dass jeder dann dasselbe wählt. Dann klicken wir hier drauf und dann siehst du, was du brauchst. Du brauchst Red Bell Pepper. So, dann musst du halt gucken, wo ist Red Bell Pepper? Da ist Chili Pepper, da sind Karotten. So, wo ist Red Bell Pepper? Da. So, dann nimmst du raus, haust du schon mal aufs Brett. So. Was brauchen wir noch? Onion. So, Onion. Das muss eh alles nur ein Topf. Das ist eine Suppe. Die muss einfach nur dann, warte mal. Da brauche ich einen Topf hier. So. Und da geht es halt wirklich darum, da lassen wir das Spiel entscheiden. Ihr dürft dann natürlich entscheiden, was wir kochen. Also sowas Langweiliges wie Suppen werden wir da nicht reintun, glaube ich. Liegen die Sachen immer woanders oder sind die liegen immer da? Die liegen da. So, haben wir 10 Gramm. So. Und 20 Gramm. So, rein.
So, Drizzle with Olive Oil. Olive Oil 20. Und Scheiße. Genau, Sunflower Oil. Das muss natürlich wissen, wo die ganzen Sachen sind. Und das müssen Chiara und ich uns dann noch antrainieren. Fuck you! Wo ist Olive Oil? White Vinegar, Honey, Red Wine, Sunflower. Sag mal, bin ich gerade beschockt. Warum steht da oben überhaupt Wasser? Wasser gibt's hier am Horn. Ist Olive Oil vielleicht hier drin? Das würde keinen Sinn machen. Nee. So. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Olive Oil, oder? Olive Oil, ja. Das müsste doch hier sein. Oder ansonsten muss ich es kaufen. Hallo? Da. Ah, Olive Oil, da. Wollte gerade sagen, ich muss doch hier nichts kaufen. So. Dann kippen wir noch rein. Wie viel waren es jetzt? 20, ne? Kann man da Knotschi kochen? Knotschis, ja, Knotschis, ja. So, machen wir. Und natürlich muss man da gucken, dass man jetzt nicht zu viel reinmacht. Was passiert, wenn man es richtig ekelhaft kocht? Dann sagt der Gast, er ist scheiße. Ach so. So, Olive Oil. Ist ja eigentlich ein Spiel hier für unseren... Bake! Ich muss es backen! Was? Verdammt! Okay, warte, das kriegen wir alles noch hin, Leute. Baking. Das ist doch gar keine Suppe, was du da machst. Wir gucken gerade. Wo ist der, okay, wo ist der Tray? Ich glaube, ich weiß schon, wer das Spiel gewinnt. Hallo, jetzt beruhigst du dich erstmal. was ich hier in diesem Spiel gerne noch hätte, dass man Fotos integrieren könnte. Weißt du, wieso? Hey. Das extra Punkte? Nein, du kannst hier, das haben wir uns auch überlegt, dass wir als weitere Disziplin nebenbei, dass man noch die meisten Punkte bei Daten noch nebenbei machen muss mit dem Messer. Wir haben auch vorhin Gas auf dem Gasset gestellt. Also hier sind Gaskanister überall. Warum auch überall so viele Gaskanister hier stehen? Also wir haben uns echt gefragt, warum. Und ja, die haben wir darauf gestellt und fertig. So, wo ist der Baking Tray? Wo ist der Baking Tray? Ist er hier drin? Nee. Hä? Leute. Okay, warte mal. Das ist hier Grill Pan. Das ist eine Pan. Wo ist denn der Baking Tray? Ich sehe schon, Chiara kocht und du suchst eins. Chiara kann nicht kochen. Chiara hat... Nee. Ach, hier sind Baking Trays. Ah, okay. Ich bin schon dreimal dran vorbeigelaufen. Chat ist wahrscheinlich schon ausgerastet. So, und jetzt machen wir natürlich noch Folgendes. So. Oh, warte. Was soll denn daraus für ein Baking? So. Rotate. Nee, machen wir alles rauf. Nein! So. Alles draußen? Ja, okay. So. Das Öl auch? Oh, so. Öl ist 22 Milliliter, sind drauf. Perfekt. Okay, siehst du, ist alles drauf. Bake vor wie viel? 90 Sekunden. Das Schöne ist, oh. Mal mittlere Schiene, wa? Besser, wa? Immer mittel. Das Schöne ist, das wird eigentlich... Ist das nicht okay, genau dein Abendessen, was du dir immer machst? Nur hältst du mal den Sabbel. 90 Sekunden. Hallo. 60, 70, 98, wo weg? Okay. So, gestellt. Edward Schwanzmann. Chicken Broth. Okay. So, und so läuft es dann die ganze Zeit ab. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Vor allem das Obst im Haus. Es wird auf jeden Fall stressig werden. 700 Milliliter davon. Können wir schon mal hier drin machen, ne? Also, bisher sehe ich noch nicht, was das werden soll, wenn ne? Du beruhigst dich. Es wird eine Suppe. Ich finde das jetzt schon aufregender, als irgendeinen Muckel da reinzuholen. Quatsch! So, siehst du, 700, exakt. Oh, okay, 700, Salz 12. Da kann ich gar nicht lesen, wie du da irgendwelche Salz rausziehst. Natürlich nicht, weil du gar keine Brille auf hast. So. Oh, fick, 1 Gramm zu viel. Egal, ist aber nicht versalzen. 1 Gramm ist kein Gramm. Doch. So, wie hier aus 30, nee. So, Black Pepper, 12 Gramm. Nur bei der Käsekiste verloren hat. Dem Herkules. Was? So, siehst du? Genau. Das ist die zweite Disziplin. Moment, Black Pepper, Cayenne Pfeffer. Das kochen wir. Komm, Leute, das kochen wir noch schnell zu Ende. Wo ist Cayenne Pfeffer? Neben Jacqueline Pfeffer. Ja. Wie viel da? Noch nebenbei 6. Ja, siehste. Und habt ihr auch schon mal einen Gast, der das richtig ekelhaft fand? Oh, da ist einige verbrannt. Oh, die Zwiebel sieht nicht mehr gut aus. Oh! Kommt das? Komm. Ne? Ja, fast. Ja, eins. Top. Okay, die.
Ja. Ja, 5 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, die geht doch noch. 5 Sekunden. Oh, die Onion ist auch knusprig, sagen wir mal. So. Wir haben Tomaten, brauchen wir noch. Ja, ist doch zum Kotzen hier. Jetzt in den fucking Ofen damit. So. Was? Was? Wie ging das nochmal, Chat? Jetzt helf mir. Wie ging das nochmal, dass man mehrere Tomaten auf einmal greifen kann? Ich kann nämlich nur eine immer. Das sind 120 Gramm. Advanced Controls? 120 Gramm. Wie viel Rolf? Shift? 120. Nee, Shift ist es nicht. Es ist nur 120, 240, 360. Alter, 4, sagt Mono. 480. 600. Eine richtig gute Tipps. Mit der Hand reingreifen, stell dich davor und wirf sie in den Topf. Mit dem Topf davor stellen. Nein, warte. Erstmal hier die. Oh, okay. Shit! Shit! Jetzt sehen wir auf jeden Fall mal, wie Marco auch normalerweise kocht. Ach komm, renn da. So, und jetzt soll ich jetzt kochen oder was? So, Boy vor 60. Also ich sag mal so, die Zwiebel und der Knoblauch sind kross. Aber das macht ja nichts. Wird auch nichts geschnitten, ist eine Grobsuppe. Ja, die wird puriert. Oh, ich hab jetzt, warte mal, wo hab ich jetzt meine 62 Sekunden? Ah, das puriert. Oh, Start-Timer. So, das ist, ich sag mal so, das ist nicht für jedermann, ne? Das ist halt, oh Gott, ist die durch. Ist das eine Schwarzzwiebel oder? Das ist eine Schwarzzwiebel, so. Blend und dann Sour Cream brauchen wir noch, siehst du, wir blenden das. Habt ihr noch nie eine Suppe gemacht? Ich mach sie auch so. Weil diese Steinzeit. Meine Kürbiscremesuppe ist genau da. Mal schön Kürbis rein, schneide ich ein bisschen durch, kommt bis Karotte rein, schön lecker. So, und dann wird so, aber ich glaube, Du, das wird. Ich sag dir, das wird. Basilikum. Oh Gott. Verdammt, kommt noch Basilikum rein. Man muss ja noch scrollen. Ach, frisches Basilikum. Okay, Garnisch. Einfach nur Garnisch. Okay, wir können da schon mal einen tiefen Teller rausholen. Da freut sich aber der Gast, der diese Suppe probieren darf. Ey, du, ganz ehrlich, ich bin auf die Bewertung gespannt. Nämlich hier geht's ja wirklich nach Bewertung. Also, ich sag mal so. Das Basilikum wird's rausreißen. Ich sag euch, das Basilikum. Oh Gott, siehst du, die Suppe ist noch nicht fertig. Scheiß Wecker. Das macht mit am meisten Spaß. Random irgendwo. Tschüss. Irgendwelche Sachen zu machen. So, wir haben den tiefen Teller. Wir haben das. Ah ne, da muss ja noch püriert werden. Aber ich kann es ja dann von Dings nehmen. Ja, die Zwiebel ist schwarz. Die Paprika ist schwarz. Aber es geht ja nicht um die Schwärze, es geht um die Röte. Und alles rot heißt gut. So. Boah, ich würde mich freuen. Jetzt ohne Witz. Liegt da eine schwarze Achtung. Ist dieses Spiel nicht sogar von Gordon Ramsay? Was? Wirklich? Oh, dann will ich durchspielen. So, ist durch. Siehst du, tipptopp. Das sieht ja lecker aus. Naja, nur warte. Warte ab, Fräulein. Das wird richtig spitze jetzt. So. Du, das ist doch was. So, wie viel kommt da rein jetzt? 150. Ja, tipptopp. Ah, perfekt. Seht ihr? So, komm, kochen wir noch mal ein bisschen. Was macht das dann noch? Ein Unterschied? Also wie? Ja, es ist halt wärmer. So, tipptopp. So, siehst du, richtig lecker. Wie viel will der? Moment. 300. Ja. Ich weiß gar nicht, wo du da hinguckst. Oh. Ja, das ist ja, ich habe jetzt gerade woanders hingeguckt. Eine große Portion, ne? Die kostet nochmal 5 Euro mehr. Warte. Ups. Ja, siehst du, perfekt. Auf dem Boden? Perfekt. Wie bei Gordon Ramsay. Habe ich jetzt noch genug Suppe? Mann! Wieso ist da so viel? Das ist eine große Portion. Du sagst einfach, am Ende soll er 5 Euro mehr bezahlen. Na, Marco! Jetzt sind es 313. Perfekt. So. Wer putzt denn die Küche? Nee, es sind 118.
Gut, komm, das wird schon stimmen. Ja, so, jetzt kannst du nicht mehr. Basilikum. Du Scheiße. Rinder. Lecker. 12 Gramm? Okay, wie viel habe ich jetzt gerade Rinder gemacht? Das sind 6 Gramm. 9, 12. Das war ziemlich viel. Ja, ist super. Muss. Ist eine Tomatensuppe. Bing, bing. Fertig. Lecker, lecker. So. Und so gibt jetzt man das. Jetzt möchte ich gerne Gast. Oh, aber. Aber Taste ist so lala. Ja. Aber hier schnell. Ja, okay. So, was fand das scheiße? Ja, nicht genug Zwiebeln? Ja, weil die verbrannt waren. Nicht genug Garlic. Ja, die waren nicht verbrannt. Und nicht genug, ja, okay. Unwanted. Missing Product. Ach, ich hab Bay Leaves reingemacht und gar kein Basilikum. Naja, dann kann ich den Gast auch verstehen. Hat 40 Euro für das Tellerchen da bezahlt? Ja, lecker, siehst du? Und das war. Vielleicht sollten wir doch ein Restaurant aufmachen. Wie wir? Du machst einfach nur dein komisches. Guck mal. Ja, ich mach mal als Backofen. Ich mach jetzt einmal hier sauber hier. Guck mal. So, schön. Tippitoppi hier. Zack. So. Und was ist mit den ganzen Fleck da am Boden? Was für ein Fleck? Ja, dann nehm ich einen Mop. Oh Gott, das gibt's auch. Na, aber hallo. Jo, wird schön sauber gemacht. Schön wischi. Upsi. Aber macht das überhaupt einen Unterschied, ob der ganze Boden dreckig ist oder nicht? Ja, willst du in der Küche. Ey, wenn hier Gordon Ramsay vorbeikommt und der Boden ist nicht sauber, dann brennt die Luft. Ja, aber das sieht der Gast ja nicht. Na, der Gast ist. Oder macht das einen Unterschied? Kannst du mal überall Zeug hinschütten und dann gucken wir, ob das gut ist? Nein. Also ich kann. Der Gast, du siehst ja wo, ungefähr, worüber sich der Gast beschwert. So, das ist. Super schmeckt, als wäre am Boden ein Fleck gewesen. So, das ist der Cooking Simulator und ich zeige euch nochmal die ganzen Gerichte. Guck mal, es sind so viele und Chiara und ich, sie wählen 10 aus, also jeder von sich 5, von denen ihr wahrscheinlich so, wissen wir noch nicht. Wir müssen gucken, wie lange wir ungefähr brauchen. Also 3, 4, 5, ich weiß es noch nicht. Also wir überlegen noch, wie viele Gerichte wir kochen werden. Als natürlich auch ein bisschen Chaos ist. Und wenn wir nebenbei noch Dart spielen, rein integrieren, dann wird es schwierig. Aber das sieht auch Caldo Verde. Ja, genau. Und wir überlegen uns dann, welche Gerichte, zum Beispiel Hamburger hast du hier. Aber du hattest auch einen Hamburger mit Pommes hier. Genau. Honey Mustard Burger with French Fries. Das ist auch ziemlich geil. Aber, genau. Und da wählt ihr dann die Kategorie aus. Aber das erst für nächste Woche. Diese Woche ist noch normale Kategorie. So. Das ist der Cooking Simulator. Wie fandest du den, Mara? Warum lagen da Nüsse am Boden? Weil die Couch weg war. So, wir können ja natürlich. Oh, siehst du, ich bin noch zu Hause eingeloggt. Auf diesem Computer installieren. Genau. Wollt ihr, so Fragezeichen an euch, wollt ihr jetzt noch einen Simulator sehen, den Chiara und ich spielen werden? Oder wollt ihr was sehen, wo Mara und ich zusammen spielen? Das ist jetzt die große Frage. That lamp is so undercooked, Welsh people would still try to shake it. Ach, die Ramsay-Sprüche. Zusammen, so, okay. Dann Chiara. Chiara, oh, wer warst du? Die letzte Woche wird spannend. Goat Simulator, zusammenspielen, zusammen weiterkochen. Zusammen weiterkochen? Wollen wir zusammen kochen noch weiter? Subscriber-only-Stream können wir machen. Wer warst du nochmal mit? Simulator, siehst du, die wollen Simulatoren sehen. Okay, Mara, es gibt jetzt. Ich habe wirklich einige Simulatoren hier drauf. Also, ich habe hier eine bunte Auswahl an Granny. Ich habe den Granny Simulator. Ich habe den Car Mechanic Simulator. Ich habe den Cooking Simulator, den Euro Truck Simulator 2. Der hat aber Donny bis zum Erbrechen gespielt und das sehr gut. Das kann man nicht so nachmachen. Ich habe natürlich den Hand Simulator, den Surgeon Simulator, Granny ist. Granny müssten wir im Multiplayer spielen, den bräuchtest du dann auch. Ach so, okay. Weil der ist gut. Der ist genauso wie Who's Your Daddy, das kennst du ja auch, ne? Siehst du. So, wir aber, und das wird Chiara nicht mögen, dass ich das jetzt mache, aber ich muss es ja zeigen. Was heißt denn, Chiara wird es nicht mögen, wir haben schon gesagt, dass wir ja bis dahin spielen müssen. Also, ich zeige euch jetzt mal Toilettensimulator. Oh ja, ein Schalke-Simulator, ja, das wäre mal ein Ding. Shower Simulator. Hast du keinen Simulator? Gibt es, glaube ich, auch. Who's your daddy, bitte? Ja, müssten wir im Multiplayer spielen. Mara hat das nicht. Jetzt bin ich gespannt, was macht mit dem Hand Simulator. Kann man im VR spielen, ne? Kann man wirklich.
So, Hausflipper. Spiel fortsetzen. So. Ja, das ist mein Büro. Das ist schon fertig? Nein, das ist, ich bin noch im alten Büro drin, weil wir uns nicht. Hier ist eine Kettensäge auf dem Schlafzimmerding. So. Hier habe ich auch nichts drin gemacht. Wie ihr seht, ist halt hier keine Heizung installiert. Die Fenster sind zwar sauber. Das Ding ist sauber. Das Klo ist auch relativ sauber. Aber naja, gut. Und was wir bisher gemacht haben, Chiara und ich, also ich liege eh. Guck mal, du siehst jetzt, mein Kontostand 142.882.000. Und Chiara liegt, glaube ich, $7.000 hinten, weil wir haben immer uns einen Auftrag hier am PC genommen. So, und da kriegst du halt verschiedene Sachen, wie zum Beispiel eine neue Wand. Haus streichen. Hier habe ich auch. Haus. Genau, Kitschhaus. Können wir auch machen. So, und das dauert halt immer. So, und das machen wir immer parallel. Da sagen wir 3, 2, 1. Und dann darf Chiara übrigens auch an dieser Stelle, müsst ihr Chiara sagen, darf sie natürlich auch das Kitschhaus schon machen. So, und ihr seht hier, guck mal, zum Beispiel sind hier überall Flecken. Alles ekelhaft. Die Wände, scheiße. Genau. Sie nicht einfach das Haus komplett abreißen? Genau. Na, das wäre so, Mara, ja, du könntest sauber machen oder das Haus abreißen. Ja, wenn da überall schon Schimmel ist, da ist kein Schimmel. Das ist noch gut. So, hier unten ist ein Keller, ist alles tipptopp. Da siehst du auch immer rechts am Bildschirmrand deine Aufgaben. Hier zum Beispiel heißt es, modifiziere die Wände, streiche die Wände. Und du siehst hier zum Beispiel, oben bei mir, diese Wand hier soll weg und diese Wand soll hier weg. Ah, okay. Die müssen wir einreißen. Genauso ist das hier. Diese Wand soll weg. Okay. Was nimmt da Marco? Die selber wegklappen? Na, aber hallo. Erstmal machen wir hier sauber. So, siehst du, ist sauber. So, ist natürlich jetzt weniger sauber machen und mehr kloppen. So, was wir hier machen können, Mara, ist halt zum Beispiel diesen Schrank hier nehmen und den einfach mal wegstellen. Weil, was Chiara und ich ja auch immer gemacht haben, so, es ist scheißegal, ob es dann noch schön aussieht. Wir mal sind nur hier, um Wände einzureißen, nicht, dass es danach noch schön aussieht. Also nehmen wir den Hammer. Hab jetzt nur den scheiß kleinen Hammer. Und du machst die Wand kaputt. So. Und übrigens, es reicht auch wirklich, wenn ihr nur einmal raufhaut. Das habe ich auch nicht gewusst. So hat Chiara mich das erste Mal beim ersten Abreißen platt gemacht. Du musst nur eine Wand immer raufhauen. Und vor allem bei uns war es zum Beispiel so, dass wir ein Bad neu machen mussten und da eine Badewanne hinstellen mussten. Und da hing noch ein bisschen Wand drin. Also die Badewanne war getrennt von einer Wand. Das war aber nicht weiter schlimm. Weil man konnte ja trotzdem noch drin baden irgendwie, also zur Hälfte. Also nur eine Hälfte hat Wasser bekommen, weil die andere hat eigentlich kein Wasser mehr bekommen. Weil da eine Wand dazwischen war. So. So, das siehst du, jetzt ist der Auftrag weg. Gegenstand entfernen. Ist doch noch nicht ganz weg. Nee, das reicht aber. Du siehst ja, der Auftrag ist schon erfüllt. Also die bricht ja langsam ein. Das nehmen wir ja nicht so krumm hier. So, ich muss hier einmal rüberspringen. Okay, also von dir restauriert das Haus. Hallo, du beruhigst dich jetzt erstmal. So, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ja, die Wand selbst. Warte mal, den Schrank muss ich nochmal umstellen. Der steht jetzt hier. So, hier. So. Und dann macht man hier schön. Wand auch hier weg. Natürlich musst du die Wand nachbauen, falls eine andere Wand. Da fallen ein paar Bilder runter. Falls da ein paar andere Sachen noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Hier wird zum Beispiel so eine Wand, die nicht ab sollte. Oh, hier ist zum Beispiel eine Wand, die ab sollte, aber nicht ab war. Die siehst du übrigens am Bildschirmrand hier oben, an der Map, rechts oben. Was rot ist, soll weg. Was gelb ist, ist schon so am Einbrechen. Und, genau. So, jetzt sagt der übrigens auch, weil wie gesagt, Chiara und ich spielen das als Speedrun, wir sollen hier auch einige Sachen entfernen, wie zum Beispiel den Teppich hier, die Gemälde. Weg. Gemälde, noch weitere Gemälde. Wo ist denn das andere Gemälde hingefallen? Hier, weg. Und noch mehr Gemälde? Wo sind denn jetzt hier noch mehr Gemälde? Was? Sah aber aus wie Fliesen oder so. So, hier, weg. Was ist das denn eigentlich für ein Raum? Okay. Gegenstand entfernen, weitere Gemälde. Also hier könnte auch noch Gemälde drin sein. Gegenstand entfernen, klassisch. Okay, ich mach erstmal alles weg hier. So, ist so alles raus. Wahrscheinlich so. Oh, siehst du, alles weg. Das einfach ging ja, das wäre schön. Das ist, ja, haben wir uns auch schon gedacht. So, kommt auch weg. Siehst du, sollte sogar weg. So, auch hier alles weg. Gemälde sind noch, ach, da sind noch zwei. So, siehst du, Innentür. Ist auch weg. Okay, haben wir. Kühlschrank, auch weg. Marco Wittler, Einsatz in vier Wänden. So, ein
Spülbecken, auch weg. Welches Spülbecken denn? Ach, die vom Klo, das vom Klo oder was? Ja, wer baut denn noch ein Spülbecken? Nee. Hä? Ach, nee. Hä? Kücheninsel mit Spülbecken. Ach, anbringen. Ah, okay. Okay, so, da musst du natürlich auch immer Kücheninsel mit Spülbecken musst du dann kaufen und dann hier hinstellen. So, hier soll eine. Ach, das soll hier in der Mitte wahrscheinlich. Ach, im Endeffekt ist es egal, weil es muss nur stehen. Herdplatte. So, Kücheninsel mit Herdplatte. Jetzt kaufen. So, im Endeffekt muss es nur stehen. Das ist ja richtig schön restauriert. Ja, das Ding ist halt, sind halt die Aufgaben. Die sind natürlich, gehen auf Geschwindigkeit. So spielen Chiara und ich das die ganze Zeit. So, kaufen. So, steht. Sofa, Elle. So. Und das ist halt auch einfach dann, oh, scheiße. Solche Fehler dürfen nicht passieren. Sowas. Fuck you. So, genau. TV-Schrank, Anna. So, und React. Ja, was denn? Das muss noch stehen. Drahtzähne muss noch rein. So. Schön. So, streiche die Waren. Mandarin-Orange. So, und jetzt geht's nämlich richtig. Ich will eigentlich nicht, dass Chiara hier vielleicht meinen geheimen Trick abguckt, wie ich Wände streiche, weil Chiara ist echt scheiße im Wände streichen. Da verliert sie immer das Spiel. Deswegen mache ich das jetzt einfach ganz normal, wie man das eben macht. Also ich kann immer zwei. Du hast noch einen geheimen Trick, oder? Ich habe noch einen geheimen Trick. Und das so den, du das sonst den nicht verrate ich Chiara nicht. Dann mache ich das natürlich sonst nicht. Dann muss natürlich immer Farbe nachmachen. So. Wie findet ihr das Spiel, Freunde? Könnt ihr euch das vorstellen, wie Chiara und ich das um die Wette spielen? Wir wissen echt nicht, wie es ankommt. Das kann mega scheiße ankommen. Aber wir wollten es gerne. Ich glaube, mit Kommentar ist es so cool. Mit Florentin als Kommentator ist das halt mega. So. So. Normalerweise wäre ich jetzt schon mit dem Zimmer durch. Nein, wäre ich nicht. Nicht, dass Chiara hier jetzt schon zuguckt und vielleicht Kleinigkeiten entdeckt, die ich mache. Meinst du, du gewinnst das sowieso? Was? Also in letzter Zeit habe ich wirklich nur gegen sie gewonnen. Anfangs war es so, die ersten kleinen Pimmelaufträge war sie halt so, ja, ganz gut. Und dann hat sie nur noch versagt. Da war ich halt Ja, wenn du so alles auch immer so hinstellst, wie Ja, sie auch. Wie so ein Schwachsinn. Sie auch. Das machen wir beide so. Ja, aber macht es doch mal schön. Nein, das geht ja jetzt hier in diesen Aufträgen geht es ja noch nicht darum. Das geht ja wirklich dann erst später darum. Also jetzt gerade bei dem, was wir machen, da wird es ja nämlich interessant. Wir werden ja uns dann, das zeige ich dir gleich nach dem Auftrag hier, ein Haus kaufen, wie gesagt, und das komplett flippen. Und das heißt halt, du kriegst halt auch so ein schmutziges Haus. Könnte auch sein, dass es solche Wände sind. Kann sein, dass du die mit Gips auffüllen musst, dass du die überhaupt streichen kannst. Und und da musst du es halt schön machen. Und da wird es halt bewertet, dass es schön ist. Hier ist es egal, ob es schön ist, es muss nur stehen. Also es muss nur der Auftrag erfüllt werden. Und jetzt gerade siehst du da, 59% ist ein schnellerer Auftrag, das geht sogar. Also wir hatten schon wirklich so Häuser, wo, keine Ahnung, gefühlt 12 Zimmer waren und wir in jedem Zimmer alles ausräumen, neu einrichten, streichen, Müll wegräumen und den ganzen Kack machen mussten. Oh. Und das war halt, ja, das war anstrengend, aber hier scheint es zu gehen. Muss man auch Decken streichen? Nee, Decken nicht. Glücklicherweise. Aber ihr seht halt, eigentlich ist das halt so ein komplett, weil wir haben das so alle gespielt, so waren so im Discord und Teamspeak und haben so gesagt, oh, ist das entspannt? Und dann irgendwann Chiara und ich, man könnte doch um die Wette das machen. Und wir waren so begeistert davon, waren so mega sauer, dass es halt nicht im Steam-Workshop sowas gab. Und dann haben wir gesagt, theoretisch müssten doch die Aufgaben immer, wenn man das Spiel startet, die gleichen sein. Und wir haben das gemacht. Und jetzt haben wir einen gleichen Speicherstand, nur dass ich jetzt dieses Haus hier noch gemacht habe. Nur zum Zeigen natürlich. So, jetzt habe ich noch einen Fertigkeitspunkt für Streichen verdient. Aber im Endeffekt kann man sich auch noch hochskillen für irgendwas. Ja, also im Endeffekt ging es ja auch wirklich darum. So, okay. Genau, du kannst dich dann hier, guck, hast du verschiedene. Jetzt sieht vielleicht Chiara, wie ich geskillt habe. Verdammt, aber wir wollten ja eh dann, dass wir alle haben. So. Also du hast hier zum Beispiel Verhandlungen,
dass zum Beispiel Anforderungen geringer sind, dass die Aufträge mehr bringen, habe ich gemacht. Aufräumen, dass ich alle Verunreinigungen immer sehe, dass ich halt einen perfekten Mob habe und der Müll in Reichweite schon weggemacht wird. Also ich wische und werfe gleichzeitig weg. Dann aufräumen ist 50% schneller, ist egal. Ich klicke eh wie ein Weltmeister. Guck mal, und hier abreißen haben wir beide nichts. Da haben wir den ersten Hammer nur. Wir haben, so selten Abreißdinger gehabt bisher. Hier haben wir fast alles. Und jetzt kann ich mir nicht überlegen, ob ich drei Wände gleichzeitig streiche. Nämlich das ist halt... Soll ich dir mal zeigen, wie ich sonst streiche? Ich muss wahrscheinlich noch ein Dings streichen. Komm, ich zeig's dir gleich. Wow, ist mega. Gerade sehr, sehr spannend. Und bauen haben wir auch noch gar nichts. Also beide nicht. Und hier haben wir, ja, bin ein sehr guter Fliesenleger, wie du siehst. Wir sind sehr spannend. Verputzen habe ich noch nicht so viel. Wir renovieren ihre Wohnung zwar nicht gründlich, aber dafür schnell. So, was muss ich denn noch entfernen? Hier ist irgendwo noch ein Gemälde. Ah, Moment. Mach erstmal alles weg. So, weg. Weg, weg. Aber man könnte weg, theoretisch weg, die Wände noch ganz einreißen. Weg. Also, es geht theoretisch. Ja, ja, die sind eigentlich, das ist halt ein Anzeigefehler. Theoretisch sind sie abgerissen, aber ich könnte natürlich jetzt hier noch richtig wegmachen. Ah, okay. Also, dass es halt schöner aussieht. Aber wir wissen, es ist egal. So, dann sieht man ein bisschen. Oh. Ups, das war eine Stützwand. Da kann ein kleiner Mensch dann mal auch. Da kann der Muckler durch. Wir haben noch eine kleine Mucklertür eingebaut. Ach, fuck you. Kann ich die nicht? Ah. Verdammte. Okay. Müssen wir nochmal abreißen? Verdammte Wand. Mann, das meine ich. Wenn man halt einfach mal wie ein Irrer um sich herum haut, reißt man mal versehentlich noch eine Wand ein. Hoppala! Upsi. War ich das etwa? So, egal. Genau. Zack. So, jetzt habe ich auch noch einen Fertigkeitspunkt. Verdammt, den hat Chiara nicht. Egal. Wir starten aber eh beide. Hä, wieso? Wieso kann ich speichert immer automatisch mit, oder wie? Genau, also das speichert immer das Spiel. Kann ich dir nicht verkaufen? Okay, was soll ich noch verkaufen? Gemälde. Hier ist nicht. Was? Hier habe ich auch. Oh, ah, hier, okay, das ist jetzt hier. Weil die Wand noch da war. Moment. Siehst du, und das ist so zum Kotzen. Bist bei 99%. Hast irgendwo einen Fleck vergessen. Irgendwo. Beim Streichen? Ja, beim Streichen. Und irgendwo ist es nicht original. Du überlegst dir jetzt, wo war das? Das kann manchmal... Ah, hier. So, siehst du? Küche ist fertig. So, das Ding ist, Gegenstand entfernt, Gemälde 2. Wieso habe ich... Ich habe hier keine Gemälde mehr. Und das kann einen auch so richtig ficken. Wenn man... Ich habe nicht ficken gesagt, ich meinte... kaputt machen. So, da guckst du halt nämlich in das Haus und denkst dir, hier sind keine Gemälde mehr, ich verkaufe jetzt die Uhr. Geht auch nicht. Okay, wir streichen einfach die Wände in Zitrone. Was ist das? Verderbliche Zitrone. Ah, was? Verderbliche Zitrone. Verblichene Zitrone. Ja, wollte ich schon gerade sagen. Also, das wäre aber sonst ein komischer Name. Ja, ich hätte gerne verderbliche Zitrone. So, jetzt mache ich hier. So streiche ich nochmal. Gemälde liegen auf dem Boden zwischen ehemaliger Tür und Sofa. Echt? Okay. Ja, oder Sofa war. Oh, guck mal, da ist die Wand schon fertig. Was war jetzt der Trick? Zeig ich dir gleich. Achso, das einfach nicht einzeln so. Genau. Hat Chiara hoffentlich nicht gesehen, sonst ist die jetzt. Sonst verliere ich gegen sie wahrscheinlich. Weil sie in anderen Sachen ist sie echt gut. Montage ist ganz gut. Aber bin ich auch schon ganz gut jetzt geworden. Ah, hier so einfach. Man streicht ja immer zwei Wände gleichzeitig. Ich brauche halt nicht mehr Wände gleichzeitig streichen, wenn ich einfach nur so die ganze Zeit so rumwische hier. Dann geht es halt gefühlt schneller. Vielleicht ist es auch nicht so. Aber ich kam bisher damit sehr klar. So. Was sagt Chat? Haben die Bock oder finden die das ultra öde?
kann mir vorstellen, dass das öde ist. Weil gerade im kompetitiven Bereich, gerade wenn du noch, wir werden nur für das Hausflippen nur 45 Minuten Zeit haben. Und ihr seht jetzt schon, wenn ihr auf die Uhr guckt, wie lange das dauert, ein Haus zu flippen hier. Also nur zu streichen allein. Wie müsst ihr euch vorstellen? Da wird noch Müll rumliegen. Man muss Wände vergipsen. Dies, das muss getan werden. Neue Möbel müssen gekauft werden. Anschlüsse repariert werden. Dies, das, alles. Und als guter Maurer will man auch nicht zu lange machen. Da will man auch mal sitzen. Handwerkerregel Nummer 1. Wenn du sitzen kannst, sitz. Oh. Und vor allem, du musst halt zum Beispiel nicht immer Möbel wegstellen. Wie zum Beispiel ich jetzt diesen Schrank hier jetzt hier rübergestellt habe, weil ich dachte, ich muss ihn verkaufen. So, okay. Sie sagen, bei der ehemaligen Couch ist das Bild. Also dort, wo ich jetzt Küche installiert habe. Oh. So, normalerweise, ich bin auch sehr gut im Fensterwischen. Zeige ich euch auch noch. So, und so. So, alles schön verderbliche Zitrone gestrichen. Verderbliche Zitrone, nur ein Problem haben wir mal wieder. Gisel hat mal wieder irgendwo eine Lücke gelassen. Shit. Oh Mann, das kann passieren bei der Technik, dass man irgendwo versagt. Verdammte Maus. Da war doch irgendwas. Oder da oben dieses Stück? Ah ja, das ist es. Ja, perfekt. Okay, jetzt kaufen wir diese. So. Hier war die. War hier die Couch? Nee, Moment. Hier war die. Ah, hier! Ah, danke. Oh. Doppelbett. Mal. Und das musst du auch eingeben, dann alles, ne? So. Macht das einen Unterschied, was für Farben man nimmt? Nö. Die wollen nur Dings drin stehen haben, soll stehen. So. Und wie gesagt, erinnert gerne auch Chiara noch, dass sie diese Mission unbedingt machen soll. Weil sonst wäre das halt wieder Anna links. So, und Eckschreibtisch. Einfach nur Eckschreibtisch oder Eckschreibtisch mal. Ja, perfekt, siehst du. Und jetzt sind alle Aufgaben beendet. Und jetzt normalerweise hätten wir Stopp gerufen. Und der als erster fertig ist, der ja, hat gewonnen. Der hat dann mehr Einkommen. Jetzt gerade, ja, guck mal, ich habe allein dadurch, das war jetzt wirklich ein bisschen, nur ganz wenig, habe ich schon 18.900 gemacht. Ja. Das ist Hausflipper. So, und normalerweise könnte ich auch mir ein anderes Haus kaufen und da. Da drin renovieren. So, und hier kannst du halt, genau, und hier kannst du halt sehen, ich habe halt den Gartensimulator natürlich auch installiert, kannst du halt verschiedene Häuser kaufen. Auch für dich selber? Genau, du kannst auch für dich selber da dein Büro dann einziehen, zum Beispiel. Was macht das für einen Unterschied? Gar keinen, das sieht halt schöner aus als diese Bruchbude hier. Okay. So, und wir können uns natürlich richtige Top-Häuser kaufen. Also das könnten wir uns auch alles kaufen. Wir wollten aber, nur dass ihr schon mal Gefühl davon bekommen habt. Ich weiß nicht, ob ich zu viel spoiler, aber komm. Haus nach einer Überschwemmung wollten wir nehmen, weil das von außen auch noch ein bisschen gemacht werden muss. So, das werde ich aber noch nicht kaufen, weil das wollen Chiara und ich gemeinsam machen. So, also Chiara darf die komplette Aufgabe wie halt von eben auch machen. Wäre sonst kacke. Wir machen jetzt, ja. Ja, so, jetzt mal genug geteased, jetzt machen wir ein anderes Spiel. Genau, okay. Und wie gesagt, Aufgaben. Und wir haben uns erst überlegt, ob wir vielleicht Aufgaben gegeneinander machen oder ob wir eben dann dieses Haus dann gemeinsam flippen. Aber wir dachten halt, das Haus gemeinsam flippen ist halt witziger, ne? Kannst halt besser bewerten. Vor allem, wenn Florentin dann bewerten, so was schöner ist und was günstiger ist. Ich kenne ja Florentin ein bisschen. Ich weiß ja, was er so mag. Das ist ja wie, wenn man für eine Jury kochen muss, die du vorher kennst. Und dann weißt du ja so, okay, der steht auf Käse. Und dann mache ich halt extra viel Käse auf die Nudeln und dann wird's gut. So, genau, oder Pizza für Denzel. So. Da gab's ja einen Riesenskandal damals, Nerds Unheard, Frankreich Special, könnt ihr gerne nachholen, Skandal. So, dann haben wir natürlich noch, den wollte ich eigentlich mit Chiara heute spielen, den Thief Simulator. Aber ich kann zumindest das Tutorial schon mal spielen. Soll ich? Oder willst du was anderes sehen?
Wir können auch andere Sachen ansehen. Gibt so viel. Manual Samuel zeige ich dir mal. Pass auf, der C-Simulator zeige ich euch dann vielleicht noch später. Marco wird so verkacken, das stimmt nicht! Wir haben das schon sehr, sehr Haus an Haus, das Videogame stimmt. Ja. Wenn man selber Häuser hat, kann man seine eigenen Poster uploaden und an die Wand hängen. Ja, das haben wir gesehen, nur wie geht das? Das könnt ihr uns gerne im Thread schreiben. Es gibt schon den Chiara gegen Marco Thread. Thread? Da könnt ihr gerne unsere Poster. Was denn? Mach ein normales Spiel, Marco. Könnt ihr gerne rein. Wieso? Was hast du denn? Moment, ich musste mir vorhin fucking Patterson und Findus ansehen in so einem kleinen Fenster und das war jetzt kein normales Spiel. Ja, guten Morgen, Mara. Was ist das jetzt? Das spielst du jetzt. Das spielst du jetzt. Wir könnten Koop spielen. Was müssen wir da? Ja, ich kenne das Spiel nicht, keine Ahnung. Geht Koop? Spielen wir das in einer Tastatur oder wie? Okay, du spielst jetzt mal an einer Tastatur, ja. Ich kann mir schon vorstellen, wie das geht. Mein Handtelefon. So, du musst jetzt A drücken, um beizutreten. Hab ich? Hast du? Nochmal? Okay, vielleicht geht's nur mit dem Controller. Egal, du spielst jetzt alleine. Komm, du setzt dich mal hier hin. Kennt ihr Manual Samuel? Das ist eine unfassbar bunte Runde heute. Wir sehen doch alles am Freitag. Nee, seht ihr nicht. Nicht diesen Freitag, sondern erst in 14 Tagen. Diesen Freitag gibt es drei andere Sachen. So, diesen Freitag gibt es das große Marco One-on-One-Turnier in Competitive-Spielen. Ja. Marco ist der Typ, der beim Date die ganze Zeit über seine Ex redet. Story-Modus? So, ja, bitte. Ja, bitte. So. Das ist ein wunderbares Spiel. Our story begins in the middle of the 40s, when a hopeful young soldier called Sam. Oh, we're not doing that? Our story begins in the middle of last Tuesday, where a hopeless young freeloader called Sam is sipping a fancy cup of coffee with a name nobody can pronounce. Nee, ich ignoriere euch nicht, Lom. Sam was born with a silver spoon in his mouth. But not the actual spoon that he has in his mouth now. That is a different spoon. But a figurative spoon that represents all the wealth and attention that he has been receiving from his parents. And their butlers. And their butlers' parents. You're a douche, aren't you, Sam? Blink twice if yes. He can't hear me. This is Sam's girlfriend. Also not being heard by Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility produced by his large wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the third year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around. Wie weiß ich, warum dir das gefällt? I end up with a limp spine or something. Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. Fractured jawbone. Sam is laying unconscious on the floor. So. He gathers his strength and makes an effort to get up. Then he makes another effort to stand up straight. Es ist Mara, die Rote. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Und merkt dir die Tasten. Oh, was? Ja, wie bei Patterson und Findus, du musst es dir halt merken. C und Z, was sind das? Very good at existing. How dare you startle my child? An overprotective mother hurls a cup of coffee in Sam's face. He has to blink rapidly to regain his vision. Say something, Harold. Merkt ihr die Tasse? Oh, okay. Nein. Ja. So viele Informationen. How is going to become a respected politician if he can't fend for himself? Kann ich nicht mehr blinzeln. Nein, du brauchst doch nicht blinzeln. Sam remembers the one thing he's good at. What's the difference? Paying for stuff. So he turns around to pay for his beverage. Wie heißt das Spiel? Das ist Manual Samuel. Es ist unfassbar schön.
Sam pays the guy 500 euros, barely covering the coffee. Thanks for the tip, douchebag. Douchebag. Sam decides to hurl another 500 at the guy. Not such a douchebag after all. Hier auf der Schanze, oder was? Sam is hurling stacks of 500 left and right. He has no perception of money. Sam is about to spend his whole weekly allowance on tipping a barista named Tony. He really was. Classic Mara, ach komm. Ah, ein guter Kaffee. Komm, guter Kaffee. Holy feces. I'll just start my own coffee shop. Once again, Sam makes someone quit their job by tipping them too much. Making his way out the door, which is pretty good. Hat der Dünnschiss, warum steht er so gut? Ne, hat er aufs Maul bekommen, außerdem ist der nicht so ganz koscher. Übrigens, Hobbitbeutel fragt, was ich von Tower Defense Spielern halte. Finde ich super geil. Sam pulls himself together and rushes towards his soon to be ex-girlfriend. Dann mal schnell. This is when a septic tank approaches Sam with an average speed of 90 kilometers per hour. The impact renders him 8 types of dead. Konnte ich da nichts gegen tun? Nein. Du musstest sterben. Und Romson the Dude fragt, ob man mich nach der Folge eigentlich Muckelmarco nennen darf. Nein. Ich habe gar keinen Kaffee hier, oh Gott. Schon TFT gespielt? Ja, gesuchtet bisher und finde ich super geil. Ja. Er kotzt gegen die Scheibe. Ja. Weil du ein bisschen eklig jetzt aussiehst. Also, wie heißt das Spiel noch gleich? Das ist Manuel Samuel. Ich finde das auch. Ich habe es noch nicht sehr, sehr weit gespielt, aber das ist unfassbar schön und witzig. Also, ich finde es sehr, sehr toll. Ja. Und jetzt? Ist das Intro. Du willst natürlich wissen, wie das Spiel hieß. Wolltest du gerade überspringen drücken, Mara? Mhm. Durfte ich vorhin mir aussuchen, ob ich einen Muckel helfen will oder ob ich einer alten Dame helfe? Mann. Ich find's auch ziemlich schwer. Ja, es wird halt echt noch schwierig in einigen Passagen, aber es ist schon, ja. Guckt euch diese Frau an. Verspring doch! Was war da gerade? Als du gerade U gedrückt hast, was ist da passiert? Ich dachte, es überspringt das Intro. Indem du drauf bleibst! Was? Jetzt geht's nicht mehr, jetzt bist du ja durch. Also, du bist auch ungeduldig. Muggelst hier, ey. Ist mit 75% gerade im Angebot. Ja, könnt ihr kaufen. Auch bei unseren Partnern von GOG gerne auch mal vorbeischauen. Die haben natürlich auch was Fantastisches im Angebot. Vielleicht sogar das Game. Ja, steh auf. Ja, dann lauf mal. Sam does not like being dead a single bit. He also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Then, he finds 7 glowing notes in his pocket. That makes him feel reasonably better. The source of the sound is none other than obliteration and oblivion. Extermination and extinction. The end, das Spiel haben sie nicht bei GOG. Oh, schade. Könnte trotzdem wahrscheinlich gute Angebote abgreifen. Grausame Schnitter. Death. He's trying to do a kickflip on a skateboard and is dressed like a douchebag for some reason. In his coarse, horrifying voice, he lays this on Sam. Yo, yo, yo! You must be Sam from the info I was provided. Then he takes a second look at Sam and his eye sockets widen. Holy feces, dude! Your soul be like a diamond! Let me cut you a deal that we can seal. Reels? Aight, man, it decided. The notes in Sam's pocket are something called a shred of life. Hmm. Every soul has at least one, and it is the biggest unit in Hell's currency, followed by quality of life, school of life, sound of life, meaning of life, and... Ja, das Spiel hätte man wirklich bei Haus an Haus spielen können, das ist auch witzig, ja. If you give me your shreds, I'll resurrect your face and get you out of hell on one condition. You'll have to survive 24 hours with a handicap I choose under my supervision, bro. Warte ab.
Sam decides to check out the rest of hell before doing any deals with supernatural beings. Genau, dann guck dich mal um. Die sind so geil. Why, hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. Ja. You get to be... Ooh, wie hat er das geschafft? Das war in der Auswahl? Geil. Es stand sogar zur Auswahl. Oh Mann, das hätte ich so gern gespielt. Are forced to get a job and become functioning souls of society. For most people, this is okay. But for Sam, it's horrifying. Mit seinem Autolenkrad noch. He hurls his shreds at death like he's never hurled piles of money before. Hello there, dear sir. Let's see if we can find a job for you. You get to be... Hat er da unten Geld? Minesweeper. That'll be all your shreds, dear sir. Welcome to hell. Whatever. Ja, weiter geht's. Kinda sounds fun. Weiter geht's, wir müssen drin. Aber du hast dir die Tasten gemerkt, guck mal. Chapeau, Mara. Chapeau, Chapeau. Sind die anstellen? Nein. Was, hast du, was hat denn der Erzähler gesagt? Hast du zugehört? Gesicht werfen. Du sollst dich vorher nochmal umsehen, hat er gesagt. Und dann kannst du jederzeit zum Tod zurückkehren. Wie ich jetzt zurück. We love hell. Sam has seen enough. Ja, jetzt. He goes jetzt. Back to death. Genau. He keeps the last thread for the next time he meets the gatekeeper of hell. Whenever that's going to be. Jetzt kannst du nicht überspringen. Hey, bro. I only get to do these deals annually. But if you really want to live in biz, you have to do it manually. Also, I will stop speaking in rhymes. Jetzt wird's richtig gut, sag ich dir. Weil du bist jetzt ein bisschen gehandicapt. Ich sag's dir gleich. Es ist jetzt ein bisschen schwieriger alles. Du wachst jetzt in deiner Villa auf. Guck mal, hast ein Segelboot mit einem Dollarzeichen. Sam has just traveled through time, space and logic and finds himself fully alive and more importantly rich again. Ja. His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all. This is when he shows up. Death. Yo, yo, yo! Yo! You look horrible. I mean, you look great, bro. Dein Kopf wird ein bisschen blau, ne? You be okay? Can you hear me? Blink twice if yes. Winzeln. Ja, stimmt. Oh, cool. You be alive. Du bist sehr blau. Everything be fine. Blinzeln nicht vergessen, sonst wird der Bildschirm wieder so dunkel. So. This here be the dealing biz. Scheiße, all your body functions be manual, so you kind of have to do stuff on purpose. You'll be turning kind of blue. Might want to consider breathing. So, einatmen und ausatmen. All right, bitches. Und vergiss nicht zu blinzeln. So, alle falsch rum. Go survive for a day, and I'll let you live normally. Oh, ist das schlimm. Das muss ja richtig blöd sein, um geil zu sein. Next 24 hours, you'll go to hell, and I'll keep your shreds forever. I'll be over there doing kickflips if you need me. Yeah. So, dann stehen wir auf. Once again, Sam has to make an effort to get up. This time, he has to focus on his spine. Yeah. Und Blinzel nicht vergessen. And once again, he has to remind himself how to walk. Oh, by the way, dude, you'll be getting late for work. Sam does something that resembles walking toward the bathroom. Gonna do it. Sam Blinzel nicht vergessen. By stepping with the same. Damit der Bildschirm hier. Jetzt kannst du so laufen. Ja, geht das. Skateboard. Dieses Atmen, das ist dumme. Ich lauf jetzt so. Wie ein ganz normaler Mensch. Oh Gott. Dein Rückgrat ist ein bisschen schwierig. Oh Gott. Hui. Atmen. Blinzeln. Jawohl. Sehr schön. He has to use his opposite leg to get up again. Sam has to focus on his monster and has to focus on his spine.
Blinzeln, ja. Sehr gut. Geh mal Zähne putzen. Andere Richtung. You're impressing no one, Sam. Okay. Sam, und nicht so lange. Du hast die ganze Zeit ausgeatmet. Muss nicht so oft machen. Du reicht einmal so. Und jetzt, okay, reicht. Erstmal jetzt kannst du aufstehen. So schnell erstickst du ja nicht. Nee, musst nicht die ganze Zeit atmen. Und blinzeln. Und aufstehen. Ja, genau. Richtig aufstehen, jetzt gehen wir ein bisschen nach rechts. Und nochmal atmen eben. Kannst du? Okay, perfekt. Jetzt geht nochmal ein Stück. Genau. Jetzt? Noch weiter. Ah, jetzt ist gesperrt, muss ich umdrehen dann. Jetzt. Sam holds on to that toothbrush like his life depends on it. Und B drücken, genau. Und blinzeln nicht vergessen und atmen nicht vergessen. Sam is dumb enough to breathe. Ja, aber wie soll ich denn das? Jetzt musst du B drücken im richtigen Moment. Nicht in, nee, in der Mitte. Da. Also, aber wie dumm. Okay, jetzt. Ja, blinzeln. Marco, das bitte als Knalltest genommen mit Mara. Oh Gott. Ich atme erstmal nochmal. Ich muss mich hier gerade mal beruhigen. Willst du dich auch mal aufrichten, nochmal richtig? S. Genau, jetzt A. Blinzeln am besten nochmal. Und atme nochmal einmal ein und aus. Okay, jetzt. Hey, das ist eigentlich, wie ich das morgens auch immer mache. Ja, mach. Mach, mach. Ja, genau. So ganz schnell. Mäschen muss mäschen. Ja, und sie überlebt er noch gleich, wenn geatmet. Gleich, wird geatmet. Muss husten, was vergisst auszuspucken. Was? Ja? Ja, sehr gut. Okay, jetzt. Aber das war doch schon relativ okay. Gleich wird geatmet. Mara, morgens vom Spiel. Halt durch, Mädchen. Gleich wird geatmet. Das ist Ede, wenn er nur 7 Stunden Schlaf bekommt. Warum klappt er denn immer? Was ist denn das jetzt? Sam tries to take a leak. Oh Gott. Ja, wirklich. Hey, dude. Muss die ganze Zeit das in der Mitte halten. Oh. In der Mitte halten. Sam has some trouble with his posture and has to focus on his Das ist ja wirklich Ede am Morgen. Der Ede-Simulator. In der Mitte! Ja. Nee, ja. One empty bladder later. Atme. Sam moves on. Ja. Der ist ein bisschen voll gepullert. Oh Gott. Ja. Your spine, Sam. It matters. It matters. Steißbein geht. Ich esse. Ach, das ist nur etwas Spritzwasser, sagt Herkules. Ja, dann mal los hier. Was willst du machen? Noch einmal. Brennnesseln? Nee, brauchst du nicht. Okay. Wasser. Aha. Ja, andersrum, genau. Erst Hand hin, dann Hand hin, D. Sam tries ja. to take a shower. Jetzt blinzel nochmal. Und jetzt. Nein, ups. Ja, jetzt. Ja. Und jetzt wasch dich. He looks like a mantis. Und jetzt Kopf waschen. Ja, geatmet wird gleich. Ich habe währenddessen noch. Ah. Dann atmet jetzt natürlich ein bisschen Seife. Das ist die nächste Chat-Duell-Frage. So, jetzt atmen, das reicht. Duschen, ja oder nein? So, fertig? So. Fertig? Kannst du machen? Jetzt kannst du wieder A, B, A, D drücken. Ups. Oh nein. Rückgrat. S kannst du drücken und ein bisschen blinzeln vielleicht noch. Ja, schön, da ist er wieder sauber. Erst voll gestrollert und jetzt fast 99% sauber. Und die Hände sind zum Beispiel. Sam is Jawohl. Clean as a whistle. Okay. Good job, Sam. So, jetzt kannst du rausgehen. Ups. Ja, hoppala. Dann mal los. Einfach Marco nach einer Kneipe. Am nächsten Atmen. Morgen. Atmen, nicht vergessen, blinzeln. Die Beine noch einsaufen haben wir schon. Ne, die Beine einsaufen, stimmt. Das war ja Chatwell.
Der Zahnwürstel bleibt auf dem Boden liegen, jetzt egal. Warum knickt er denn dazwischen dann immer zusammen? Ja, weil der nicht mehr ganz fähig ist. Clean and empty. Sam decides to find some clues. Außerdem, Tipp. Ja. Also guck mal, welches Bein vorne ist. Ja. Ja, genau, dann immer das andere. Genau, und dann passiert das auch nicht. Genau. Hi, let's see. Ja, passt. Oder. Nochmal. Und nochmal atmen. Oh. Könnte Mara in den Arms denn bitte nicht immer seine Eier auf den Boden hauen? Danke. Cooles Game für 2,50 Euro. Why not? Stimmt. Sehe ich genauso. Ist gerade, wie gesagt, im Angebot. Könnt ihr euch alle holen. Das ist sehr, sehr geil. Der Erzähler hat wirklich ein bisschen was von Stanley. Ja, hab ich auch gedacht. Stanley Parable. Ja. Ja. Atmen. Sam can open doors now. Clever boy. Clever boy. Nicht nie richtig? Ja, ja. Ach, ja, das geht doch auch. Warum nicht alle Leute immer so gehen, dabei blinzeln, frage ich mich. Und vielleicht mal ab und mal atmen. Hier kannst du jetzt rein. Stopp! Ist nicht aufmerksam. Umgedreht. S. Wie steht der denn auf? Ja, mit S! Und also musst du dich umdrehen, genau. Und jetzt mal Vollgas. Jawohl. 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 Sam enters his wardrobe. What will he wear today? Spiel des Jahres. Blinzeln. Ja, 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 sieht ganz gut aus. Oh, da war die Hose. Ups. Aufstehen und jetzt kannst du nochmal aufstehen. Nein! Und jetzt musst du umdrehen, bei die Hose, ja. He picks a pair of blue jeans. Und? The ugly ones. See? See? Hop. Sam successfully. Ah, guck mal, es ging ja super schnell. Naja, siehst du, wie am Morgen. He proceeds to find a jacket. Only the best one will do. Ja, super. Ja? Aha. Da war doch was. Ups. Nein. Nein. Ach, geht wieder. He settles for a mediocre one. Humble. Hoppala. Nein. Erst nochmal atmen und nochmal blinzeln. Oh Gott, ey. Oh. Hm. Aha. Ja. Und jetzt? Fully is ready for the day. P.S. Guck mal, das ist alles in einem. So. Oh. Och nee. Och nee. Wie du. Merkt doch niemand, wenn wir so zur Arbeit gehen, das ist doch wie immer. Aufstehen, deine Schuhe. Wollte ich die gerade nehmen? Geh nochmal zurück. Gehen. Oh Mann. Kann ich nehmen. Nee, okay. Aber ja, jetzt geht's. Wir müssen aufstehen. Moment, keine Socken? Ach Quatsch. Ist warm. Ah. Mara! Ganz ruhig! Nee, nicht A. Jetzt, genau. Muss da rüberlaufen. Jetzt von der anderen Seite, genau. Ja, jetzt hast du es fast. Musst du aufstehen? Aufstehen? Einmal umdrehen? Aufstehen? Umdrehen? Jetzt? Jawohl, und zehn. Perfekt! He puts on his shoes, living the dream of having shoes on. Living the dream! Mach es! Jetzt mach doch mal es! Oh Gott. Hilkon ist auch komplett aus dem Häuschen. Siehst du, jetzt geht's doch hier. Sam walks down the stairs. Schön. Great precision. Sam, nein! Ah, ich musste blinzeln! Deswegen bist du gefallen. Oh Gott. Ich muss mich gerade beruhigen. Beruhig dich erstmal. Atme erstmal tief ein und aus. Oh Gott, ey.
Oh Gott. Oh. Oh, stehen wir mal wieder auf. Ja, jetzt kann ich. Jetzt geht, jetzt hat sich beruhigt. Jetzt geht's wieder. So. Oh Gott. Ein, ja, fast. Eben war es ganz gut. Guter Rhythmus. Ja. Flappy Rooster is oh, Sam's kannst du auch spielen? Game. He has no time for playing with a Flappy Rooster right now, though. Oder kannst du entscheiden, ob du spielst? Nee, okay. Nö, zur Arbeit. Das ist sehr schwer. Following the story at this time, yeah. And gang wars are still an escalating problem at Bridge Street, where the police are struggling to regain control. Commuters are advised to... Hey, Lucy, I'm home. Oh, hey, dude. Still alive, huh? Und weiter. Hektisch blinzeln hilft immer. Oh. Mein Leben wäre so viel besser, wenn ich Achievements fürs Duschen, Putzen und Anziehen bekäme. Fürs Aufstehen fände ich auch super gut. Ja, David Boogie, sehen wir genauso. Teampose, ja. Oh Gott. Jetzt bist du schon am Strand, guck mal. Jetzt trinkst du gleich erstmal schön Kaffee. Sent over a maid to make you breakfast. Don't breathe in while chewing. Love, Mom. Aufstehen? Nein, aufstehen, du musst frühstücken. Zurück. Oder so. Jawohl. Und essen. Auf dem Löffel ist es schon. Und rein in die Kusche. Und kauen. W. Und A. Nochmal. Erstmal atmen. Reicht dir schon? Okay. Kannst auch weitergehen. Okay. Muss nicht unbedingt alles aufessen. Ist natürlich schöner, aber muss ja nicht sein. So, jetzt gleich kostet ihr einen schönen Kaffee. Rückgrat, entspann dich. Sag jeder auch immer. Nein, alles gut. Oh Gott, so, jetzt machst du erstmal Kaffee. Ja, geblinzelt wird auch nochmal. Rückgrat, entspann dich. Oh Gott, ey. Nein, umdrehen. Mara wird aber auch nicht besser im Gehen. Sam decides to try his luck on some coffee drinking. Sam's coffee is so hot, he blows on it before taking a sip. Oh. Ja, natürlich darfst du die ganze Zeit pusten. So, jetzt kannst du so drehen. Hoppala. So. Ich kann noch atmen. Sam drops the coffee. Nein. Dramatically. Atmen und blinzeln. Mara, chill mal dein Rückgrat. Was denn das? Ja, blinzel den Kaffee weg. Du blinzelst den Kaffee einfach weg. Komm, jetzt trink mal einen ordentlichen Kaffee. Komm. Out of cups. Out of hope. Oh, so knapp. He decides having third degree burns in his mouth is a with some coffee in his system. Sam finds it easier to exist. Okay, komm mal raus. Jetzt kommt noch das Beste. Hast du einen Führerschein? Nee, ne? Doch hast du. Okay, perfekt. He finally makes it out the front door. Beaten. Terrified. Stupid. Oh Gott. Dude, I am totally gonna kickflip over your car. Oh, dang. Oh, man, that hurt. So mal. Oh Gott. Ja, okay, da hätte ich eher da unten in der Hölle mit den anderen. You might want to get that hood fixed. It be loose. Yeah, I'll just get in the car. Muss auf ihn warten kurz. So, jetzt. Das wird jetzt so scheiße. Ich warne dich schon mal vor, das ist echt nicht leicht. Das ist echt nervig jetzt. Im Zeitdruckmodus? Jetzt pass auf. I turned your automatic gearbox into a manual one for the funds. That be ironic or what? At this point, Sam notices that Dev isn't really a nice guy. I guess I should teach you how to drive a stick, huh? Aight, so, when starting the car, you want to press down the clutch pedal.
Nobody has clutched anything for years. Good luck, Sam. So. Ah. So, C zum Schalten. Now, while you have the clutch down, press the gas pedal. Z zum Gas geben. As you let go of the clutch, the car will start moving a bit. Wir müssen auch noch blinzeln und alles. Hm? So, Kupplung langsam kommen lassen. So. The gas, and then let go the clutch pedal. Jeez. Good job, dude. You ain't as useless as you look, know what I mean? Wir müssen noch schalten. Now, to stop, you gotta move your right foot to the brake pedal. Scheiße. Left for us, he means. Oh, X das Bein bewegen. Ach du Scheiße. Obviously, press it down. Und durchtreten. Give stopping a go, dude. Genau. Z um zu bremsen. Also X, das Bein wechseln, das ist jetzt, genau. Again, like I showed you. And obviously, you turn left and right with your arms. Was? Nach rechts fahren musst du auch noch? Wow. Nach links, ja. You wanna drive faster. Links kann ja, so jetzt sagt er gerade sitzen. Stick, baby. Hand. S zum Hand zum Was? Ja, los geht's! S, genau. Down the clutch and then yank the stick. Kupplung treten. Und dann A zu schalten. Richtig drücken, die Kupplung richtig runterdrücken. Genau, und jetzt bis zum zweiten Gang. Ich muss aber auch noch atmen und blitzen ja, dabei. Genau. Ja, okay, war so ich bei der Fahrschule. Aber ich muss auch noch blitzeln und atmen. Aber Herr Lehrer, ich muss doch noch blitzen und atmen, mein Rückgrat. Und außerdem wieder bis zum zweiten Gang. Ja, man kann auch mal langsamer fahren. Ja, 80 im zweiten ist auch immer sehr, sehr gut. Kupplung kommt lange. Da vorne ist eine alte Lady auf der Straße. Ah, da war sie. Oh, das war auch knapp. She ain't due for another. Wie krieg ich deinen Kopf wieder richtig? Na, jetzt musst du halt richtig nochmal gegenfahren, dann nach links zum Beispiel. So. Ausatmen. Blinzen beim Autofahren ist kontraproduktiv. Oh, nicht schlecht. Richtig Gas hier. Be good to go. Wir fahren gleich 120, das ist doch viel zu schnell hier, oder nicht? Nein, das passt. Wir sind ja Landstreicher. Auf der Landstreicher, was? Wir müssen 100. Oh, wir sind in der Stadt. Okay, auf 50, 100. Ah, ah! Jetzt fast eine Oma überfahren. Fast. Ja, der Tod hat gebremst. Motor auf Drehzahl testen, ne, Alter. Ach Gott. Also das Sprechen werden wir nicht mehr hinkriegen, glaube ich. Aber das Autofahren ist schon schön, dass wir das gekriegt haben. What was I saying? The shreds of life you give to those gatekeepers to get into hell? Yeah, they be ja, passt schon. Der muss nur Kupplung kommen lassen. Of hell and Satan. Gas, Gas, Gas. Ja, warte. The big S. Ah, schön. Du bist jetzt nicht wirklich bei 50, ist doch nicht doch, da. Doch, wir sind in der Stadt. Do you know how much my salary be? 20 Mal auf Vorrat blinzeln. Da ist schon wieder A. Du musst aufpassen, dass da Omas sind. Da laufen Omas über die Straße, Mara. Das kann doch nicht sein, nur weil du hier mit atmen und beschäftigt bist. Der muss ja auch irgendein Urteil kriegen, der Tod. Der kriegt ja auch mal ein bisschen was ab. A little less than a burger flipper at Mickey Demons. Sei Omas tot. Kann ich schalten. Dann mal Gas jetzt. Up high. Never mind. A soul has one, maybe. Aber du schaltest gut. Zwar sind zwei Omas fast gestorben deswegen, aber du schaltest gut. Oma blinzeln. Und du fährst, gibt's kein Gas mehr gerade. Jetzt gibt's Gas, ja. Ey, du willst mir nichts erzählen, ey. Ah! Ich mach doch A! Zu spät, du hast gerade Q gedrückt. Nee, A! Nee, du hast ebenfalls Q gedrückt. Vielleicht musst du die Hände am Lenkrad haben dafür. Out of the road, friggin' hag! Ja, das würde ich auch empfehlen. Was? Drei Omas tot. Schmeckt die Hand nochmal direkt? I mean, making deals with bratty souls that have more than two shreds of life for an eternity, yo. And I only got 295 shreds of life, bro. Nimm mal nochmal die Hand weg.
Ich weiß nicht mehr, wie die Handwerk geht. Scheiße, das ist mein Problem. C, V. Skeletons for the win, yo. S, 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 S. Aha, da haben wir's. Na dann, gib mal Gas. Perfekt. And I would walk 500 miles. I would walk 500. Wow, du hast eine Oma gerettet. Die erste Oma, die überlebt. Warum? Warum trittst du auf die Kupplung? Jetzt nimm die Hand da wieder weg. Es. Hand weg. Jawohl. Ist ja auch wie 50 zu fahren. Hashtag death for life. Oh, wait, I gotta tweet that. Hashtag death for life. Schön im dritten. Yo, 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 death for life. What be that great? Jetzt läuft's doch an Atmen. Ja. Oh, feces. Eine Horde alter Damen, pass auf. Jetzt musst du nämlich nach links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aufgepasst. Nein, links! Jawohl. Rechts. Oh, right. Der Alter. Schön. Was ist heute mit den Omis los? Hey Sam, you're never gonna make it to work on time with all these grannies everywhere, dude. What do you say we take a shortcut? Eine Abkürzung. Yo, links. And so Sam drives the car to a place he's never been before. Jetzt fahr mal, gib Gas. Bridge Street. So. Jetzt ist nämlich hier die Stadt über Leichen an der Seite. Aber bei 18 müsst ihr jetzt nochmal schalten. Das ist dir wichtig und du guckst nicht, dass links und rechts über Leichen liegen. Bei 80 müsst ihr schon mal schalten. Oh, crazy gang members. Excuse me, you be a crazy gang member? Don't you worry, I know where the crazy gang members be. To Death's surprise and Sam's relief. The gang members are lying dead on the ground. This is when Death notices a distinct silhouette in the distance. What be the deal, bro? Why be there? Oh. A rapper, the rapper, shit. The silhouette is contention and enmity, bloodshed and hostility, strife and strike, Boom struggle, duck. Battle, war. She is neither wearing dumb clothes nor doing kickflips. She is just standing there after a job well done. Oh, holy feces, it be her! Dizzy, auch da! Just be cool. Be cool! Okay, just don't be yourself. Hey, War, how it be going, babe? Wanna hitch a ride in these sweet wheels? I tell the one that can't be killed for well to get me well. I'm fast right to the best. Sie ist Krieg. Oh, holy feces, here she comes. Sie ist so cool. Hey, girl, where to? Just shut up and take me to the metro. Los geht's, auf zum Metro. Das kriegst du noch hin. Das schaffst du noch. Ganz entspannt. Aren't you supposed to, like, reap a bunch of people, knucklehead? I was, but then I got bored, so now I hang out with my buddy Sammy here. Ain't it right, Sammy? Sammy! Stop here. X. Stop! Ja, doch! Oh Gott. Okay, let's go. Ja, machst du es aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Machst du schon ganz gut. So instead of guiding endless amounts of confused souls to the afterlife, you waste time with this dumb, ugly mortal. Stop here. Stoppen! Okay, we can go. Oh Gott, ey. Erstmal blinzeln. Yeah. Hey, you want a cigarette? You are so annoying. You know I'm trying to quit. Fine, give me one. So. Go right here. Stop here. What? Okay, we can go. Okay.
schön. Hey, guess what? I totally landed a kickflip today. Take a left. Left. What, you got sand in your ears? Now we gotta take the next. And jetzt. Jawohl. Stop here. Okay, let's go. Okay. So, dann willst du noch fahren, oder? Ja, ja. Deswegen, vielleicht kriegen wir nächsten Montag noch einen Slot hin. In irgendeiner Form. Aber wie gefällt dir das? Ist schon. Aha. Süß, wenn man erstmal weiß, wann man atmen muss und blinzeln. Wie es im echten Leben eben auch ist. Wenn man einfach verstanden hat, wie man atmet und blinzelt, dann ist das Leben ein Klacks. So, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir, nächste Woche Montag bin ich ja noch da, dass wir vielleicht da nochmal das Ding spielen, beziehungsweise du das noch spielst und ich dabei zugucke. Ja, ansonsten war es das von uns. Wir haben Patterson und Findus gespielt. Wir haben einen kleinen Einblick in die Simulatoren und auch den Simulatoren-Battle von Chiara und mir nächste Woche gehabt. Und Mara hat geatmet, geblinzelt und Manuel Samuel kennengelernt und lieben gelernt. Und somit hoffe ich, dass wir vielleicht noch einen Slot hinkriegen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und viel Spaß jetzt mit dem Game Talk. Adieu. Tschüssi.